Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Bürgerinnen und Bürger, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Stadtratssitzung. Ich begrüße auch recht herzlich die Vertreter der Presse, die Mitarbeiter der Verwaltung und die Bürgerinnen und Bürger, die uns im offenen Kanal verfolgen. Meine Frage zum Anfang, bin ich hinten gut zu verstehen? Gut, danke. Ja, Entschuldigung, ob ich zu sehen ist ja Quatsch, ob ich gut zu hören bin. Ja, heute, bevor wir mit der Tagesordnung anfangen, heute ist also nicht nur die letzte Stadtratssitzung für uns Stadträte in dieser Wahlperiode, sondern es ist auch heute die letzte Stadtratssitzung, an der Frau Kloth als städtische Mitarbeiterin teilnimmt. Und Frau Kloth, ich glaube, die Fraktionen haben da was vorbereitet. Wer möchte denn zuerst? Herr Dr. Wollmann? Ja, dann. Frau Kloth, möchte Sie bitten, nach vorne zu kommen? Das. Also, alles Gute für die Zukunft. Es war eine tolle Zeit bei Ihnen. Ich habe Sie ja schon in 19 Jahren mal kennengelernt. Ich gehe Ihnen noch eine Stelle an. Anträge, die wir sind für die Anwesenheit haben. Aber es war immer sehr konstruktiv, um zusammen zu arbeiten. Und ich hoffe, dass wir eine gute Zeit haben. Wir müssen auch mit Ihrer Familie weitermachen. Wohnen uns von uns. Frau Kloth, die Mitglieder, alle Mitglieder meiner Fraktion möchten sich für die langjährige Zusammenarbeit bedanken. Wir hatten mit Ihnen immer einen Spritzer und wir hoffen, Sie finden hier Zeit im Ruhestand möglicherweise was Besseres zu lesen, als es, was über Kommunalrecht und andere Dinge vielleicht zu lesen war bisher. Vielen Dank. Ja, viel Spaß im Ruhestand. Gut, wir kommen nun zur Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit. Gibt es gegen die ordnungsgemäße Ladung Einwände? Das sehe ich nicht. Wir sind aktuell 34 Stadträte plus Oberbürgermeister. Tagesordnungspunkt 2, Feststellung der Tagesordnung. Gibt es Einwände oder Ergänzungen zur Tagesordnung? Auch das sehe ich nicht. Dann ist die Tagesordnung damit angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Einwohnerfragestunde. Sind Bürgerinnen oder Bürger im Saal, die eine Frage stellen wollen, dann möchte ich Sie bitten, sich zu melden, sich vorzustellen und ans Mikrofon zu treten. Herr Roske. Guten Abend, meine Damen und Herren, mein Name ist Steffen Roske. Ich hätte heute folgende Fragen. Erstens, die Hansestadt Stendal ist Ausrichter des Sachsen-Anhalt-Tages 2022. Das ist sicherlich eine tolle Sache. Es gibt aber auch Bürger, die äußern Bedenken. Könnte sich doch die Stadt mit der Ausrichtung einer einzigen großen Veranstaltung verschulden, denn sie trägt das finanzielle Risiko. Welche Maßnahmen werden von der Verwaltung ergriffen, neben des Ansparens eines gewissen Betrages pro Jahr, um eine Verschuldung zu verhindern? Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass die Stadt Tangermünde es schon einmal abgelehnt hat, den Sachsen-Anhalt-Tag auszurichten, weil ihr der finanzielle Rahmen oder das Risiko zu groß war. Frage 2, Ausbau des Schadewartens.
Ist es realistisch, den Schadewachten bis zum Jahr 2022 fertigzustellen, bei einer veranschlagten Bauzeit von ca. 2 Jahren? Bei folgendem Problem: Bauüberwachung, Firmen beteiligen sich nicht an öffentlichen Ausschreibungen, Baupreise steigen enorm an, ausstehende Fördermittel, Zusagen. Wie weit ist die Planung und hat man sich schon für eine bestimmte Variante entschlossen? Frage 3. Ausstattung der breiten Straße, Bereich Sperlingsberg-Winkelmann-Platz mit neuen Bänken und Papierkörben. Es war ca. mit 190.000 Euro veranschlagt. Diese Gelder wurden gestrichen. Und ja, es gibt eine Prioritätenliste. Und ja, der Grundschulbau hat Vorrang. Aber sollte man nicht noch einmal darüber nachdenken und neu entscheiden, ob man im Jahr 2020 diese Mittel freigibt, um die Haupteinkaufsstraße ordentlich zum Sachsen-Anhalt zu präsentieren? Zum Schluss möchte ich mich beim Vorsitzenden bedanken, dass er 3 Jahre meine Fragen hier ertragen hat. Nicht nur ich. Beim Oberbürgermeister. Nein, Entschuldigung. Beim Oberbürgermeister, bei Herrn Kleefeld, ja. Bei allen Mitarbeitern der Verwaltung, die mir eigentlich relativ zügig geantwortet haben. Und ein besonderer Dank auch an Frau Kloth. Sie war immer eine tolle Ratgeberin und hat mir sehr weitergeholfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Die Antworten gehen Ihnen wieder schriftlich zu. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich sehe da hinten eine Wortmeldung. Dann wer möchte zuerst? Dann bitte. Guten Tag, mein Name ist Frau Regina Posner, wohne in Stender, Thüringer Straße. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Stadtratsabgeordnete, Damen und Herren. Bereits im Januar stellten Anwohner der Thüringer Straße Fragen zum geplanten Baugebiet zum Sonnenblick und machten auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam. Auf dem besagten Areal wurden ohne Genehmigung Bäume gefällt und Bauschutt erdreich aufgefüllt. Unter anderem bezogen sich unsere Sorgen und Bedenken auf die Herkunft des Bauschuttes und wir baten um einen Herkunftsnachweis und eine Schadstoffanalyse, um für uns sicherzugehen, dass mit dem Bauschutt alles in Ordnung ist und nichts belastet ist. Wir haben Angst um unsere Grundstücke. Frau Posner, bitte die Frage. Es gibt in Sachsen-Anhalt ein Informationszugangsgesetz, in dem steht, dass Bürgern, ich kann es jetzt noch mal kurz zitieren, darf ich das? Oder? Ja, ich brauche aber dann die Frage. Dieses Gesetz ermöglicht den Bürgern den freien und an keine Voraussetzung gebundenen Zugang zu öffentlichen Informationen aller öffentlichen Stellen des Landes und gewährt ihnen Einblick in deren Verwaltungsvorgänge. In dem Gesetz den Grundsatz der Amtsverschwiegenheit durch das Prinzip der Aktenveröffentlichkeit ersetzt, will es zusätzlich Vertrauen in Staat und Verwaltung schaffen und das Verwaltungshandeln durch mehr Transparenz durchschaubar machen. Das Zugangsrecht umfasst alle Aufzeichnungen, die amtlichen Zwecken dienen, also auch digitale Daten und Schriftstücke. Solange keine wichtigen Gründe entgegenstehen, muss die Behörde die vom Antragsteller gewählte Art des Zuganges gewähren. Meine Frage ist dazu, gibt es dieses Informationsgesetz auch für die Stadt Stendal? Und warum tut man sich in Stendal so schwer, auf Fragen von besorgten Anwohnern zu antworten? Wo bleibt die Bürgernähe und Transparenz? Danke. Danke. Also das Gesetz gilt natürlich auch in Stendal, aber möchte die Verwaltung dazu? Gibt eine schriftliche Antwort. Sind weitere Fragen? Ja, jetzt sehe ich da hinten. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Oberbürgermeister, Robert Schäfer mein Name. Ich hätte einige Fragen. Wie ist Ihr Name? Ich habe es nicht verstanden. Robert Schäfer. Okay. Genau. Am 9.05.2019 berichtete die Volksstimme über eine angebliche Rattenplage und dass die Stadtverwaltung nun auch Maßnahmen ergreift. Dazu hätte ich folgende 3 Fragen. Erstens, in welcher Quantität gab es Beschwerden und waren diese Einzel- oder Sammelbeschwerden? Nummer 2, wie hoch sind die Kosten dieser Maßnahmen für die Stadtkasse? Und
Nummer 3, inwiefern besteht für Haustiere, zum Beispiel Hauskatzen und für geschützte Greifvogelarten, eine erhebliche Gesundheitsgefahr, da diese die vergifteten Ratten als Nahrungsquelle ansehen? Dankeschön. Danke. Herr Schäfer, hat die Verwaltung Ihre Anschrift? Ja, die Anschrift ist da. Okay, Sie kriegen eine schriftliche Antwort. Bitte mal. Sind weitere Bürger im Saal, die eine Frage stellen möchten? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich die Einwohnerfragestunde und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Informationen des Stadtratsvorstandes. Auch wenn wir heute noch viele Tagesordnungspunkte vor uns haben, so gestatten Sie mir doch kurz ein paar Sätze. Die Frau Riesmann war so nett und hat mal aufgeschlüsselt, wie viele Sitzungen wir in der letzten Wahlperiode zusammen durchgeführt haben. Allein der Haupt- und Personalausschuss 54 Sitzungen, der Finanzausschuss 23 Sitzungen, Stadtentwicklung 26 Sitzungen, Liegenschaften 26, Wirtschaftsförderung 36 Sitzungen, KSS 24 Sitzungen und Jugend JFFS sind 23 Sitzungen. Was mich sehr erfreut, die durchschnittliche Teilnahme waren bei den Stadtratssitzungen 36 Stadträte. Das heißt, sie waren fast immer zu 90% anwesend. Es wurden insgesamt 780 Beschlussvorlagen beraten, 75 Anträge der Fraktionen gestellt, 38 Änderungsanträge gestellt und 28 Mitteilungsvorlagen vorgestellt. Ich möchte mich auch im Namen des Stadtratsvorstandes bei Ihnen für diese Arbeit bedanken. Bei aller politischer Konkurrenz war es stets Ihr Wille oder war der Wille erkennbar, bestmögliche Lösungen für die Hansestadt Stendal und ihre Bürger zu erreichen. Dabei ist Ihre politische Arbeit auf kommunaler Ebene oft nicht vergnügenssteuerpflichtig. Das wissen wir alle. Man steht im steten Kontakt mit den Bürgern und es sind mitunter schwierige Entscheidungen zu treffen. Für diese einzustehen, ich glaube sagen zu können, dass auf diese Weise die Hansestadt Stendal eine gute Entwicklung in der letzten Wahlperiode genommen hat. Ich wünsche also allen denen, die nicht wieder zur Wahl antreten, alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit und denen, die sich am 26. zur Wahl stellen, viel Erfolg. Danke. Tagesordnungspunkt 5 sind die Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung vom 01.04.2019. Das waren drei. Das war Römisch 6, 950-1, Sanierungswirtschaftsplan 2018, Stadtumbau Ost, Aufwertung Stendal Altstadt mit Bahnhofsvorstadt, ist mehrheitlich beschlossen worden. Römisch 6, 976, grundhafter Ausbau der Uchtstraße, mehrheitlich beschlossen worden. Und Römisch 6, 962, Neubau Grundschule am Haferbreiter Weg, Vergabe der Generalplanungsleistungen für die Leistungsbereiche Gebäudeplanung, Freianlagen, Tragwerksplanung, ist geändert beschlossen worden. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 6. Informationen des Oberbürgermeisters. Liegen diese vor? Gut, danke. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe in den Informationen zunächst die Beantwortung von Anfragen vorzunehmen. Herr Stadtrat Hofer hat angefragt zum B-Plan Ünglinger Berg. Die Frage zielte darauf ab, ob es nicht hätte schon auf der Immobilienmesse vorgestellt werden können. Die Frage ist schriftlich beantwortet worden und mit der Quintessenz, dass
das Planungsverfahren, was hierzu notwendig ist, noch nicht einen solchen Entwicklungsstand erreicht hat, dass man das ruhigen Gewissens hätte machen können. Herr Stadtrat Instenberg hat in einer Anfrage zum Thema Sanierungsbeiträge im Zuge der Innenstadtsanierung nachgefragt, ob die geänderte Rechtsauffassung der Landesbehörde möglicherweise die Chance eröffnet, ein Klageverfahren einzureichen. Diese Frage ist auch schriftlich beantwortet. Aber die Chance, hier erfolgreich werden zu können, ist relativ gering. Herr Stadtrat Dr. Wollmann und Herr Stadtrat Ludwig haben in ihren Anfragen zum Bauvorhaben zum Sonnenblick, Stendal Nord oder auch genannt Langobardenstraße, Anfragen gestellt, die schriftlich beantwortet wurden. Ich will an dieser Stelle hinzufügen, dass in den letzten Tagen des Monats Mai mir insgesamt 4 Schreiben aus der Fraktion SPD, FDP, Piraten, Ortsteile mit 18 Fragestellungen bzw. Problemthemen eingereicht wurden, die fristgemäß nach Hauptsatzung innerhalb eines Monats auch beantwortet werden. Aber aufgrund der Vielzahl und Komplexität, es müssen viele Bereiche des Hauses dabei beteiligt werden, werden wir diese Zeit auch benötigen. Im Übrigen geht es bei diesen Themen um Grundstücksangelegenheiten, die im nicht öffentlichen Teil behandelt werden müssen. Ich werde dazu dann auch noch im nicht öffentlichen Teil etwas sagen. Herr Stadtrat Röchse hat zur Versammlung vom 13. April im Ortsteil Warburg angefragt. Da fand eine Versammlung statt, die sich gegen die Errichtung der Landesaufnahmeeinrichtung richtete. Die Frage wurde schriftlich beantwortet und Herr Stadtrat Dr. Wollmann und Herr Stadtrat Ludwig haben in Bezug auf die Straßenreinigungssatzung und hier das Thema Mitwirkungsverbot angefragt. Auch das ist schriftlich beantwortet worden. Wir wiederholen ja heute sozusagen zur Rechtssicherheit diesen Beschluss. Eine Information habe ich noch zur Kenntnisnahme. Der Stadt ist im April zugegangen ein Anschreiben eines Rechtsanwaltes aus Dresden, der ein Bürgerbegehren ankündigte. Dieses Bürgerbegehren richtet sich gegen die Errichtung einer Landesaufnahmeeinrichtung in Stendal. Wir haben das beantwortet. Es ist keine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises der Hansestadt Stendal, sondern eine Aufgabe des Landes. Insofern ist ein Bürgerbegehren nicht zulässig. Damit war dieses Thema insoweit erledigt. Soweit meine Informationen im öffentlichen Teil. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Beschlussfassung über die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 01.04.2019. Gibt es gegen die Niederschrift oder gibt es Einwände oder Ergänzungen zur Niederschrift? Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich um Zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist einstimmig, danke. Tagesordnungspunkt 8 ist die Machbarkeitsstudie Tiergartengelände. Wer spricht dazu? Der Oberbürgermeister. Okay, bitte. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, es war ein Auftrag aus dem Stadtrat,
eine Machbarkeitsstudie vorzulegen zur Erweiterung des Tiergartengeländes in Stendal. Diese ist in den letzten Tagen auch vollendet worden. Ab morgen ist sowohl der Textteil wie auch der Anlagenteil im Intranet der Stadt zu erkennen. Ich will dem Studium und der Befassung mit diesem Konzept nicht vorgreifen. Vielleicht ein paar Gedanken. Es sind zwei Varianten in diesem Konzept vorgeschlagen worden, aber die Erweiterung und das damit verbundene Baugeschehen geht zwangsläufigerweise nicht ganz ohne Finanzierung über die Bühne. Für die Variante 1 ist für die Errichtung insgesamt ein Betrag von knapp 900.000 ermittelt worden, für die Variante 2 etwas zurückhaltender, ein Kostenansatz von 600.000 Euro. Und berechnet wurden auch in dieser Konzeption die laufenden Unterhaltungskosten, die sich dann in der ersten Variante um ca. 200.000 erhöhen und in der zweiten um ca. 100.000. Es ist auch ein Fazit auf Seite 12 der textlichen Konzeption enthalten, in dem Vorschläge der Verwaltung gemacht werden, wie wir mit diesem Thema umgehen. Wir haben ja neben diesem Prüfauftrag auch noch offen die Errichtung eines Tiergartenkiosks, nach dem schon mehrfach auch gefragt und auch geantwortet wurde. Und ich bitte dann, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Letztendlich muss man sagen, ist es ein Auftrag und eine Aufgabe, die dem dann neu gewählten Stadtrat ab Juli, also nach der konstituierenden Sitzung, auf dem Tisch liegt. Vielen Dank. Gibt es dazu Redebedarf? Ah, Herr Dr. Wollmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtratsvorstand, sehr geehrte Damen und Herren und Besucher. Wir hatten ja damals dies als Prüfauftrag eingebracht. Ich möchte erstmal Frau Bidun recht herzlich dafür danken, dass Sie das so zeitgerecht und professionell geschafft hat, uns vorzulegen. Ich hatte auch schon Kontakt jetzt mit dem Vorsitzenden des Vereins der Tiergartenfreunde, mit Herrn Dr. Donner, und er selber war auch über die hohen Kosten dieses Projektes etwas konsterniert. Er sieht selber, dass das eigentlich in absehbarer Zeit nicht realisierbar ist und wir uns tatsächlich erstmal auf das Notwendigste zurückziehen sollten, also zum Beispiel den Tiergartenkiosk endlich mal fertig zu kriegen und dann möglichst darauf hinzuarbeiten, dass der derzeitige Tierbestand vielleicht etwas aktualisiert wird, vielleicht das eine oder andere Gebäude im Tiergartengelände renoviert wird. Aber diese große Lösung, die durch Herrn Donner so an mich herangetragen wurde, die ist finanziell nicht tragbar und daher offensichtlich nicht realistisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte, Frau Stadträtin Kunert. Ich habe in der letzten Zeit immer gedacht, mein Gott, die Verwaltung hat eine ganze Reihe von Prüfaufträgen abzuarbeiten. Aber in diesem Falle war es einfach mal richtig, dass wir sagen, wir lassen zwei Varianten erarbeiten und schauen mal, was hinten rauskommt. Dass Sie jetzt selber unterstreichen, dass es wichtig ist, den eigentlich auch im Haushalt stehenden Bau des Kiosk im Tiergarten erstmal zu favorisieren, ist total richtig. Ich schlage aber dennoch vor, dass der nächste Stadtrat sich mit diesem Thema beschäftigt. Wir als Fraktion sind zweimal im Jahr da und arbeiten, machen unsere freiwillige Stunde für die Stadt und uns fallen natürlich auch Dinge auf. Und ich sage, es gibt auch einige Tiere, die möglicherweise ein größeres Gehege brauchen, weil es nicht tierartgerecht ist. Also unser Vorschlag wäre, das in die Beratungsfolge für den nächsten Stadtrat zu legen, dass wir uns auch Zeit nehmen und dass wir auch gucken, welche Priorisierung nehmen wir vor. Ich erinnere daran, es soll eine neue Grundschule gebaut werden, wo heute schon geungt wird, dass sie wahrscheinlich teurer wird, als sie derzeit veranschlagt. Also mit Augenmaß, aber in jedem Fall dem
also den Schwerpunkt jetzt legen auf den Bau des Tiergartens, des Bungalows, also der Versorgung, weil das ist etwas Wichtiges, das trägt kurzfristig zur Attraktivität dieser Einrichtung bei. Schön. Vielen Dank. Ich habe das jetzt allerdings nicht als Antrag verstanden, sondern als Gedanken. Okay, genau. Weil es ist ja heute nur eine Vorlage, eine Mittel. Natürlich, natürlich. Möchte sich noch jemand dazu äußern? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9, Errichtung einer Online-Plattform. Und da gibt es einen Antrag der Fraktion Die Linke, Bündnis 90, Die Grünen zur Errichtung einer Online-Plattform zur Bürgerbeteiligung bei Projekten, Planungen und das Aufzeigen von Unzulänglichkeiten auf der Homepage der Hansestadt Stendal. Es gibt den Antrag und der Tagesordnungspunkt 9.1 ist der erste Änderungsantrag. Gibt es dazu Redebedarf? Frau Stadträtin Kunert. Diesmal haben wir die Möglichkeit der Überprüfung gewählt, weil wir gemerkt haben, dass der Antrag in der ursprünglichen Fassung keine Mehrheit gefunden hätte, was wir natürlich bedauern, weil wir dieses Instrument der Online-Plattform als wirklich gute Möglichkeit sehen, auch Bürgerinformation der Stadt, also Verwaltung und auch Stadtrat, und auch des Mitmachens von Bürgerinnen und Bürgern, das wäre ein gutes Moment gewesen, das einfach zu verbessern, weil Stadtratsarbeit kann auch immer besser gestaltet werden. Deshalb würden wir jetzt vorschlagen, dass praktisch der Oberbürgermeister beauftragt wird, die Online-Plattform zu überprüfen. Ich möchte darauf hinweisen, dass auf der Seite der Hansestadt Stendal, wenn man die aufmacht, oben links kann man den Wahlschein online beantragen und dann ist da so ein kleines Kästchen. Sie möchten uns etwas mitteilen, tun Sie es einfach. Und dann gibt es ein Kontaktformular, wenn man da rauftippt und dann gibt man als Kontaktsuchender lediglich Name, E-Mail-Adresse und den Text ein. Ich unterstreiche das deshalb, weil ich auch gelesen habe, dass in den Ausschusssitzungen oft unterstellt wurde, wenn es diese Online-Plattform gibt, öffnet es Fässer, dass Leute sich nur beschweren. Und ich finde, das ist eine Unterstellung. Wir sollten die Möglichkeit nutzen, diese Mitbewerbung. Diese Unterstützung. Ja. Schade ist nur, jetzt ist man ein bisschen durcheinander, aber schade ist nur, es gibt praktisch diesen Button auf der Online-Seite der Stadt, also muss man es nicht mehr groß überprüfen, sondern man müsste jetzt gucken, was wollen wir hinzufügen. Also nur zu sagen, sagt uns mal, was nicht funktioniert, ist zu wenig. Und wir hatten damals als Beitrag oder als Beispiel gebracht, Maintal mischt mit. Da gibt es die Möglichkeit eines Buttons, sich informieren. Der nächste hat die Kategorie Fragen stellen, Ideen einbringen, Mängel melden, sich engagieren und Stadtbilden mitentwickeln. Und wir hatten damals schon darauf hingewiesen, dass unter anderem auch die Freiwilligenagentur mit einbezogen wurde. Ich will aber einen Hinweis geben. Herr R. aus Stendal hat genau diesen Button, dass er eine Mitteilung machen möchte, Mitte April genutzt und hat darauf hingewiesen, dass am Öhnlinger Weg Abfall illegal entsorgt wurde. Und Herr R. aus Stendal hat bis heute keine Antwort. Also wenn ich die Möglichkeit auf so einer Seite schaffe, dann muss wenigstens geantwortet werden, wir bedanken uns für Ihren Hinweis und Amt so oder so kümmert sich und Sie bekommen eine Antwort. Also Überprüfung, darum bitten wir herzlich, aber wir sagen auch, es kann weit mehr getan werden, als derzeit auf der Seite verfügbar ist. Schönen Dank. Vielen Dank. Ich bitte um mehr Aufmerksamkeit. Ja? Gibt es weitere Redebedarf dazu? Herr Dr. Wollmann. Sehr geehrte Damen und Herren, also ich finde den Auftrag gut, muss ich sagen. Fand ihn auch nie schlecht. Musste mich aber ein bisschen auch in meiner Fraktion da so ein bisschen durchkämpfen. Ich finde auch die Seite von Maintal als Vorbild okay. Habe sie mir damals ja auch schon angesehen. Jetzt ist ein Prüfauftrag. Schön, wir werden sehen, was bei rauskommt. Aber warum ich eigentlich hier bin, ist im letzten Kulturschul- und Sportausschuss vor ein paar Wochen hat der Krüger erklärt, er hätte eigentlich sowas schon längst in petto, also digital vorbereitet und es würde höchstens noch 2-3 Wochen dauern, dass das dann online gehen könnte. Ist das das, was Sie meinen, Frau Kunert?
Ja, ist das alles oder hat Herr Krüger da mehr Informationen? Ich schaue gerade, ist denn der Herr Krüger im Saal? Nein, nein, Herr Krüger ist nicht da. Ja, okay. Gibt es weiteren Redebedarf? Dann verlese ich den Beschlussvorschlag. Das ist die Drucksache Nummer römisch 6 066-2. Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister mit der Prüfung zum weiteren Ausbau der bestehenden Online-Plattform. Das Ergebnis der Prüfung ist dem Stadtrat bis zum 30.09.2019 vorzulegen. Wer für diese Vorlage ist, den bitte ich ums Zeigen der grünen Karte. Wer ist dagegen? 4. 4 mal 9. Wer enthält sich? Wir sind jetzt aktuell 35 Stadträte plus Oberbürgermeister. Das heißt, mit 31 Ja-Stimmen ist die Vorlage angenommen worden. Damit erübrigt sich Tagesordnungspunkt 9.2. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, kostenfreies WLAN im Dorf, Gemeinschaftshäusern und städtischen Einrichtungen. Das ist ein Antrag der Fraktion CDU-Landgemeinden. Gibt es dazu Redebedarf? Herr Güssow, bitte. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir haben uns im letzten Hauptausschuss zu vielen Punkten unterhalten, die wir auch heute abarbeiten werden. Ein Punkt ist diese Sache, unser Antrag WLAN in Dorfgemeinschaftshäusern. Wir haben dort, wo es immer schwierig war, dort Prüfaufträge eingebaut und haben das auch im Hauptausschuss vorbereitend für den Stadtrat so beschlossen. Wir haben uns im Hauptausschuss geeinigt, dass wir diesen Antrag dort vorschlagen, dem Stadtrat zuzustimmen. Und es fehlt eigentlich noch eine Zuarbeit von Herrn Linke. So haben wir das zumindest im... Steht noch mal drin, ja? Die wollte ich noch mal darauf hinweisen, auf die Genese, dass das also nicht ein Antrag der Fraktion CDU-Landgemein allein ist, sondern der Ursprung war schon mal etwas länger, dass von der Fraktion der SPD dort ein Antrag war, von Herrn Linke auch für dieses WLAN. Wir haben das noch mal aufgenommen und dass wir also einen rund umfassenden Antrag haben, dem wir gemeinschaftlich eigentlich heute zustimmen wollen. Und auch noch mal danke für die Zuarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es, Herr Stadtrat Meinecke. Gleich vorweg, kein Änderungsantrag, bloß eine Bitte, und zwar in die Prüfung mit einzubeziehen, auch eine Möglichkeit der Evaluation. Weil es ist natürlich ein Stück weit ein Schuss ins Blaue. Wir wissen nicht, wie es genutzt wird. Es ist eine Stange Geld, die wir in die Hand nehmen jährlich, sodass wir darum bitten, dass man in diesen Prüfauftrag einfach noch oder in diese Prüfung dann noch einbezieht, dass wir die Möglichkeit der Evaluation haben, einfach zu gucken, wie ist das Nutzungsverhalten, gibt es Möglichkeiten, das eventuell kostengünstiger zu machen, wenn es eben wirklich sehr gegen Null geht, es vielleicht ganz rausnehmen, müssen wir schauen. Aber wie gesagt, kein Änderungsantrag, einfach müssen bitte die Prüfung auch dahingehend aufzuweiten, sodass wir dann möglicherweise in ein, zwei Jahren oder der neue Stadtrat viel mehr dann auch schauen kann, ist das wirklich das, was wir wollen. Nee, es soll keine Nein, kein Prüfauftrag. Das ist bloß eine Bitte, in die Prüfung mit einzubeziehen, die Möglichkeit der Evaluation. Ich habe das so verstanden, kommt ins Protokoll und dann haben wir das. Danke. Gibt es weiteren Redebedarf? Dann haben wir zuerst über den Änderungsantrag zur Drucksache abzustimmen. Der Beschlussvorschlag lautet, der Oberbürgermeister wird beauftragt, mögliche Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt oder der EU zu prüfen und bei Machbarkeit umzusetzen. Wer dafür ist, den möchte ich bitten um Zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen, Enthaltung, das ist einstimmig. Dann kommen wir zum eigentlichen Antrag und der Beschlussvorschlag heißt dann gesamt,
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen, dass in 23 Dorfgemeinschaftshäusern der Hansestadt Stendal ein kostenfreies WLAN eingerichtet wird. Dabei ist zu klären, ob die Ausrüstung der Dorfgemeinschaftshäuser mit WLAN tatsächlich vor Ort benötigt wird. Dazu sollten alle Kosten und auch die Folgekosten transparent dargelegt und nicht aus den Mitteln der Ortschaften bereitgestellt werden. Der jeweilige Ortschaftsrat ist zwingend durch Beschluss einzubinden. Zweitens, der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen, dass in allen städtischen Einrichtungen, in Klammern Altor, Theater der Altmark und angrenzende Flächen, Musik, Kunstschule, Tierpark, Volkshochschule, Feuerwehr, Gerätehaus und so weiter, ein kostenfreies WLAN eingerichtet wird. Drittens, es ist zu prüfen, ob aus Gründen des Jugendschutzes sogenannte Content-Filter installiert werden sollten. Viertens, der Stadtrat beschließt dann in der letzten Stadtratssitzung 2019 nach vorheriger Behandlung in den zuständigen Fachausschüssen über die jeweilige Einrichtung eines kostenfreien WLAN-Netzes. Die Fraktionen sind dazu vorab bis Oktober 2019 zu informieren. Und fünftens ist dann der Änderungsantrag, den wir zuvor beschlossen hatten. Der OB wird beauftragt, mögliche Förderungen durch das Land Sachsen-Anhalt oder der EU zu prüfen und die Machbarkeit umzusetzen. Wer dafür ist, den bitte ich ums Zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen? Enthaltung? Nee. Gelb. Oh. Ja. Mal die G25 mal durchführen. Nee, das ist Artenschutzgeräteträger. Wir kommen nun. Tagesordnungspunkt 11, Neubau einer Kindereinrichtung im Ortsteil Dahlen. Das ist wiederum ein Antrag der Fraktion CDU-Landgemeinden zum Neubau einer Kindertagesrichtung im Ortsteil Dahlen. Und wir haben zuvor einen Änderungsantrag. Gibt es, bevor wir dazu abstimmen, Redebedarf? Ja? Ja. Bitte, Frau Stadträtin Güllenpfennig. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Zusammenhang möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass in dem Hauptausschuss dann auch beschlossen wurde, dass der Beschlussvorschlag dahingehend geändert wird, dass der Stadtrat einen Prüfauftrag zum Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Dahlen beschließen soll. Die Fertigstellung des Prüfberichtes erfolgt zum 01.01.2020 und unter diesen Aspekten ist der Beschlussvorschlag letztendlich so zu sehen. Ich muss die einzelnen Punkte jetzt nicht noch einmal vortragen. Wir haben uns dahingehend letztendlich verständigt, dass der Prüfauftrag bitte beachten soll, ob bis zum 01.01.2020 eine Zusage für die Stark-3-Förderung erfolgen wird oder erfolgt. Dann ist natürlich ein Neubau hinfällig. Wobei ich noch einmal darauf hinweisen möchte, und ich denke, das können auch die Stadtratsmitglieder bestätigen, die an der Besichtigung oder die Kindertagesstätte in Dahlen besucht haben, dass es ganz grundlegende Dinge gibt, die sich da verändern müssen. Und die Aussage, seit 2009 haben wir den Antrag auf Stark 3 und in diesem Zusammenhang wurden bisher nur die notwendigsten Dinge gemacht, sodass eigentlich der Zustand, so wie er jetzt hier vorliegt, nicht so bleiben kann. Einige Hinweise von den Fraktionen kamen, was geändert werden muss, unbedingt auch sehr zeitnah. Und zum anderen haben wir festgelegt, wenn der Prüfauftrag bis zum 01.01.2020 vorliegt und eine Stark-3-Förderung nicht erfolgt, dass wir als Fraktion CDU-Landgemeinden einen Antrag auf den Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Dahlen stellen werden. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Stadtrat Röx. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei diesem Beschluss wird das ungeübte Stadtratsmitglied etwas unsicher werden, was die Beschlussfolge anbelangt. Nach meiner Ansicht nach wäre zuerst abzustimmen über den Änderungsantrag 040,
Dieser Änderungsantrag würde nämlich in dem Antrag 81-1 den Punkt 1 ersetzen. Darauf hatte sich der Hauptausschuss geeinigt. Also wenn der Antrag 40 eine Mehrheit findet, dann würden wir mit dem Antrag 40 den Punkt 1 im Antrag 81-1 ändern und dann wäre lediglich noch über 81-1 abzustimmen und nicht über die Reihenfolge, wie sie hier in der Tagesordnung vermerkt ist. Wir haben uns eigentlich so entschlossen, wenn der Prüfauftrag beschlossen wird, dass wir gar nicht über 81-1 abstimmen. Weil, wie Frau Stadträtin Güllenfennig gerade gesagt hat, am Ende des Prüfauftrages wird entschieden, ob es einen Antrag zu einem Neubau gibt. Deswegen, wenn wir stimmen nur über 40 ab und also wenn 40 eine Mehrheit bekommt, ist 81-1 hinfällig. Ja. Ja, und dann wird neu beschlossen. Herr Dr. Wollmann hatte sich noch gemeldet, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich ist die Frage schon beantwortet. Wir haben ja unsere vorletzte Fraktionssitzung dort abgehalten. Frau Güllenfennig war ja so nett und lieb, uns das alles mal ausführlich darzustellen, welche Probleme da auftreten. Auch die Kita-Leiterin war da und man muss wirklich sagen, wenn man es vor Ort ansieht, daraus einen renovierten Neubau oder wie auch immer zu machen, ist meiner Ansicht nach bautechnisch gar nicht möglich. Wir haben uns auch den Alternativstandort angesehen, also den Sportplatz. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ob man wirklich große Teile des Sportplatzes dafür opfert. Allerdings, Frau Güllenfennig sagt selber, es gibt dort in Dahlen keinen eigenen Sportverein. Die Sportler in Dahlen orientieren sich an oder zu Post. Insofern dürfte es da keinen Widerspruch geben. Aber ich denke, man sollte vielleicht nochmal im Ortschaftsrat ein eindeutiges Votum abgeben, dass man allgemein damit einverstanden ist, den Sportplatz umzufunktionieren. Vielleicht ist es ja auch nur die Hälfte, die man braucht, macht dann da aus dem Rest ein Kleinfeld. Diese Anmerkung wollte ich nochmal zu Protokoll geben. Danke. Vielen Dank. Gibt es weitere Redebedarf? Sehe ich nicht. Dann verlese ich nochmal die Drucksachennummer Römisch 6040. Der Beschlussvorschlag lautet, der Stadtrat beschließt den Prüfauftrag zum Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Dahlen. Die Fertigstellung des Prüfberichtes erfolgt bis zum 01.01.2020. Wer dafür ist, den bitte um Zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen? Enthaltung? Damit ist der Antrag einstimmig angenommen worden. Damit erübrigen sich 81-1 und 81 und wir kommen zur Drucksachennummer Römisch 6082. Das ist ein Antrag der Fraktionen SPD, FDP, Piraten, Ortsteile, Bereitstellung von Dienstfahrrädern oder Elektrorollern für Mitarbeiter. Das ist auch ein Prüfauftrag. Gibt es dazu Redebedarf? Herr Dr. Wollmann? Wir hatten vor einigen Wochen so ein kleines Symposium oder Fortbildung. Was kann man in der Kommunalpolitik für den Umweltschutz tun? Das ist einer der Punkte, die uns da so aufgefallen sind. Es ist ein kleiner Beitrag zum Klima- oder Umweltschutz. Man muss klein anfangen. Ich denke mal, auch das ist ja ein Prüfauftrag. Wir müssen mal sehen, mit welchen Kosten das verbunden ist. Könnte ja eigentlich nicht so hoch sein. Und wir bitten daher, glaube ich, wie im Hauptausschuss, um Zustimmung für diesen Antrag. Danke. Vielen Dank. Herr Stadtrat Glewe. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Dr. Wollmann, wenn es um Fahrradfahren geht, fahrradfreundliche Stadt Stendal und Umweltschutz, dann haben Sie mich schon auf alle Fälle. Und ich gehe in der Regel davon aus, auch unsere Fraktion.
wir unterstützen das natürlich. Gleichwohl haben wir auch einige Fragen, die man dort mit einreiben soll, die sicherlich auch andere Fraktionen haben. Für ist ja wie gesagt ein Prüfauftrag. Und da sollte man natürlich erstmal eine Analyse machen, was ist vorhanden, was ist nicht vorhanden. Ich kann mich entsinnen, vor einigen Jahren gab es Fahrräder in der Stadt irgendwo, ja. Ich weiß auch nicht, wie die noch da sind. Also stellt sich schon mal die Frage, was wird überhaupt benötigt? Nummer eins, wo wird etwas benötigt? Benötigt letztendlich jede städtische Einrichtung etwas? Und abschließend noch eins. Es gibt auch steuerliche Aspekte, die man noch mit betrachten muss. Geldwerter Vorteil ist ein Stichwort, womit sich sicherlich jeder schon mal irgendwo in seiner Steuererklärung mit beschäftigt hat. Ansonsten sollte er nachfragen. Das ist auch ein Thema, was wir unbedingt auch noch mal einholen sollten im Vorfeld, damit dort auch keine Unsicherheiten auftreten. Ansonsten darf ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank. Ich denke, Ihre Fragen werden im Zuge der Prüfung mit eingearbeitet. Gibt es weitere Fragen? Oder gibt es weiteren Redebedarf? Das sehe ich nicht. Dann verlese ich den Beschlussvorschlag. Erstens, der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung der Hansestadt Stendal eine Reihe unterschiedlicher Dienstfahrräder oder Elektroroller zur Verfügung gestellt werden können, zum Beispiel für die tägliche Anfahrt zu Verwaltungsgebäuden in der Stadt. Und zweitens, die Prüfung soll auch die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme beinhalten. Wer für diesen Prüfauftrag ist, den bitte ich um Zeigen der grünen Karte. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, habe ich auch. Wer enthält sich? 3 Enthaltungen. Damit ist die Vorlage mehrheitlich angenommen. Das sind 28, 25 Ja. Habe ich richtig gerechnet? Kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 14, das ist römisch 6038, auch ein Antrag der Fraktionen SPD, FDP, Piraten, Ortsteile, Abstufung der L15 in der Ortslage Üngling zur Gemeindestraße. Gibt es dazu Redebedarf? Herr Dr. Wollmann, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, es geht ja um Üngling. Wir hatten vor einigen Wochen dort eine Bürgerinformationsveranstaltung von der SPD und das Thema ist eigentlich nicht neu. Wir werden die Autobahn irgendwann kriegen. Die Autobahnabfahrt Stendal Mitte wird dann über die L15 erfolgen. Das ist dann natürlich ein Verkehrsaufkommen für Üngligen und die benachbarten Teile Stendals bis zum Ünglinger Tor, was man nicht akzeptieren kann, worüber sich die Anwohner auch schon jetzt große Gedanken machen. Es gibt ja schon lange diese Planung, die Gewerbegebiete nördlich von Üngling, also um Borstel herum, durch eine besondere Straße zu erschließen, die sogenannte L15N. Ich habe jetzt auch nochmal mich ein bisschen sachkundig gemacht. Es gibt offensichtlich ja auch einen Antrag der Verwaltung oder der Stadt bei der Landesbaubehörde oder Landesverkehrsamt, ich weiß nicht genau, wie es heißt, diese Variante zu realisieren. Vielleicht könnten Sie von der Verwaltung da nochmal drauf eingehen, denn im Grunde hat die Verwaltung das im Grunde uns schon vorweggenommen, aber nicht so großartig publiziert. Es gab ja auch eine Frage entsprechend von Herrn Weise im Wirtschaftsförderungsausschuss zu dieser Thematik. Und ich würde auch ganz gerne mal wissen, wie jetzt so der Stand dieses Vorgehens ist oder dieses Antrages seitens der Verwaltung, die L15N zur Erschließung des Gewerbegebietes voranzutreiben. Das bedeutet natürlich, dass dann das Land wahrscheinlich entlastet werden soll und wir möchten, dass dann die L15, die dann durch Üngling geht, zur Gemeindestraße hinabgestuft wird. Ein zweiter Teil des Antrages betrifft diesen Kreisverkehr. Ist ja so, dass wir ein neues Baugebiet am Üngliger Berg
nicht nur geplant haben, sondern es soll auch realisiert werden. Und dass dort natürlich die Zufahrt für die Anwohner verkehrstechnisch sicher geregelt werden müsste. Und das ist unserer Meinung nach nur durch Erschließung dieses Neubaugebietes über einen Kreisel möglich. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Dr. Wollmann, mir liegt auch eigentlich ein Schreiben schon der Stadt vor. Der Oberbürgermeister hat den Punkt 1, die Abstufung, meiner Meinung nach schon beantragt. Den Punkt 2 natürlich noch nicht. Deshalb auch meine Frage an die Verwaltung, wie weit ist da jetzt der Stand? Ich würde dazu was sagen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt von der Verwaltung, also von mir unterschrieben, seit einiger Zeit, das Datum habe ich nicht mehr aktuell vor Augen, aber das kann man noch mal nachprüfen, eine Anfrage, diese Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet im Zuge der Errichtung A14 gleich mit einzubeziehen. Dabei geht es darum, das unmittelbar an der Anschlussstelle Stendal-Ünglingen gelegene Areal zu erschließen, aber auch das weiter nördlich, nordöstlich gelegene Gewerbegebiet Borstel-Flugplatz mitzugreifen und dann die sogenannte Westspange bis zur 189 zu vollenden. Ich habe darauf noch keine Antwort bekommen. Aber das ist mir Anlass, da noch einmal nachzuhaken. Bei dieser ganzen Geschichte müssen wir eins bedenken. Diese Landesstraße hat ihren Beginn am Schützenplatz und ist bis über den Hünglinger Berg, kurz hinter dem Kreisel, saniert worden. Aber der Rest fehlt noch. In dem Moment, wo das dann eine Gemeindestraße wird, obliegt die Sanierung uns mit der möglichen Konsequenz, Straßenausbaubeiträge zu erheben. Unabhängig davon, dass jetzt dieses Thema rauf und runter dekliniert wird, es ist eine Gesetzgebung, die nicht in unserer Hand liegt, kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Also man muss beides sehr vernünftig miteinander abwägen, dass wir nicht auf dem falschen Bein Hurra schreien, die Sanierung dann für den restlichen Teil selber übernehmen müssen und dann die sogenannte Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet nicht bekommen. Also das wäre der schlechteste Fall. Diese Sache zu prüfen, diesen Auftrag anzunehmen, gar kein Problem. Aber ich will einfach die Komplexität auch dieses Themas hier wenigstens genannt haben. Wenn ich was vergessen habe, Herr Achilles, ergänzen Sie, wenn erforderlich. Darf er kurz, Herr Vorsitzender? Ja, bitte. Kurz. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, nur ganz kurz. Es bedarf der Aufnahme in den Landesstraßenbedarfsplan. Das ist ein Prozess, der vom Land dann abgestuft wird und vorgenommen wird. Und erst dann kann sowieso erstmal die LN gebaut werden, beziehungsweise die L15 abgestuft werden, wenn es denn so sein sollte. Nur eins muss man bedenken, wir haben eine Strecke von circa 5,3 Kilometer mit der L15N. Und da muss man abwägen, ob man sie auch finanzieren kann letztendlich. Aber das ist ein Problem, was wir haben. Wir werden auch nochmal nachfragen beim Landesstraßenbauamt wegen des Schreibens, ob dem stattgegeben wird oder nicht. Aber es ist ein langer Prozess. Ich denke, Herr Güssow kennt sich am besten aus im Landesplan und wir werden sehen, was dann kommt. Nur dazu. Vielen Dank. Gut. Herr Dr. Wollmann, bitte. Ich möchte nochmal auf die Wichtigkeit dieser Angelegenheit hinweisen, weil das natürlich die Bürger in Ünglingen und gerade auch die neu bauen wollen, unheimlich betrifft und auch die ganze Stadt bis zum Ünglinger Tor. Und dieser Brief an den Präsidenten der Landesbaubehörde Sachsen-Anhalt, Herrn Uwe Langkammer, also die Vorlage, die ich habe, beziehungsweise das Schreiben, ist ja ohne Datum. Deshalb würde es mich für wirklich sehr interessieren, bis zum nächsten Stadtrat zu wissen, wie die Antwort der Landesstraßenbaubehörde ausgefallen ist.
Danke. Gibt es weiteren Redebedarf? Herr Stadtrat Güssow, bitte. Herr Forster, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag, der ist richtig, weil er ein altes Thema, welches wir schon lange bearbeiten, wieder aufruft. Wenn wir uns im Land Sachsen-Anhalt umschauen, unseren Landesstraßenbedarfsplan, da sind mehrere Gemeinden, sage ich mal, tätig in Sachsen-Anhalt, die um das Geld ringen, um das wenige Geld ringen, welches zur Verfügung steht. Da müssen wir auch ein dickes Brett bohren. Und das müssen wir aber hier anfangen, in Stendal zu bohren. Der Oberbürgermeister mit seinem Schreiben, da ist der erste Aufschlag. Aber das ist, sage ich mal, eine Zukunftsaufgabe für den nächsten Stadtrat, an diesem Thema dran zu bleiben. Da hängen viel Mittel dahinter vom Land, die man dazu benötigt. Aber einfach nur über so eine grüne Wiese mal 5,3 Kilometer Straße zu bauen, das löst auch nicht gerade Begeisterungsstürme in Magdeburg aus. Da muss etwas mehr kommen. Und wir haben einen Fund, mit dem haben wir noch nicht gewuchert. Und da bin ich auch dem ehemaligen Abgeordneten Ralf Bergmann sehr dankbar, der in der Vergangenheit, in der letzten Legislatur dafür gesorgt hat, dass wir eine Festlegung im Landesentwicklungsplan haben, der heißt industrieller Schwerpunktstandort mit überregionaler Bedeutung. Da gibt es in Sachsen-Anhalt auf einer Signatur nördlich von Magdeburg nur zwei Punkte. Das ist einmal bei Stendal und einmal in Arneburg, die diese, sage ich mal, Unterstützung in diesem Landesentwicklungsplan haben. Und damit wuchern wir zu wenig. Osterburg will da ein Gewerbegebiet bauen. Alle wollen an der Autobahn irgendetwas machen. Und wir als neuer Stadtrat dürfen das nicht verschlafen. Wir müssen die Initialzündung sein. Wir müssen das dicke Brett anfangen, zuerst zu bohren. Und ich denke, ich sehe Kollegen, die in dem Bereich schon lange unterwegs waren und das unterstützen. Ich denke mal, das kriegt der neue Stadtrat gut hin. Der Antrag ist gut, wir unterstützen ihn. Gibt es weiteren Redebedarf? Das sehe ich nicht, dann verlese ich den Beschlussvorschlag. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Landesstraßenbauamt des Landes eine Abstufung der L15 in der Ortslage Ünglingen zur Gemeindestraße anzustreben und gleichzeitig darauf hinzuwirken, dass die L15 in Klammern die neue durch das neu zu entwickelnde Gewerbegebiet errichtet wird, welche von der A14 kommt, auf die B189 einschwenkt. Das vorhandene und das geplante Wohngebiet sind so geringfügig wie möglich zu beeinträchtigen. Der Oberbürgermeister prüft darüber hinaus, ob eine weitere Ampelanlage oder ein Kreisverkehr in der Ortslage Ünglingen zukünftig benötigt wird, um bei zusätzlichen Verkehren eine zügige Befahrung aus dem Wohngebiet für die Anlieger zu ermöglichen und die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen. Wer für diese Vorlage ist, den bitte ich um Zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist einstimmig. So, wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 15, Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Einwohner. Gibt es dazu Redebedarf? Herr Stadtrat Röchse, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, als ich diesen Antrag das erste Mal sah, war ich ein wenig erschrocken. Ich bin zwar nicht erschrocken und auch nicht verwundert darüber, dass so zum Schluss der Wahlperiode aus den Fraktionen gehäuft Anträge kommen. Dieser Antrag hat mich dann allerdings schon etwas verwundert, weil er das Ziel hat, eine Regelung zu treffen, die ausschließlich den künftigen neuen Stadtrat betrifft. Das sind Hoheiten, die meiner Ansicht nach dem neuen Stadtrat zustehen, ähnlich wie bei Hauptsatzung und Geschäftsordnung, so auch bei Entschädigungssatzung. Ich weiß auch, dass die beantragende CDU-Fraktion ein konkretes Beispiel hier im Auge hatte, weshalb sie die Vergütung von von zeitweiligen Ausschüssen ändern will. Aber trotzdem, ich finde, das ist kein guter Stil. Wir sollten diese Entscheidung dem neuen Stadtrat überlassen, der dann regeln kann, ob er diese diese Anregung übernimmt. Deshalb habe ich auch meinen Änderungsantrag eingebracht mit der Nummer 040, dass die Verwaltung beauftragt wird,
der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates hier einen Entscheidungsvorschlag vorzulegen. Danke. Vielen Dank. Herr Stadtrat Hofer. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, Herr Röckse, Sie haben natürlich ein bisschen recht, muss ich sagen. Aber wir haben aber auch 6 Monate gewartet, weil ich dachte eigentlich, es muss auch Sache der Verwaltung sein, diese Frage dieser Sonderausschüsse angemessen zu regeln. Denn wenn wir hier einen Ausschuss haben, der 3,5 Jahre läuft und nur 3 bis 4 Mal tagt, ja, dann muss man doch erkennen, dass dann diese Regelung, die wir bisher haben, einfach nicht angemessen ist. Also ich hätte mir gewünscht, der Ball kommt von der Verwaltung. Wir können natürlich damit leben, wenn Sie meinen, dass wir es der neue Stadtrat machen, dann sollte er es doch tun und er wird es tun. Danke. Vielen Dank. Gibt es weiteren Redebedarf? Dann kommen wir zum Änderungsantrag der Fraktion Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen. Die Verwaltung wird beauftragt, zur konstituierenden Sitzung eine Beschlussvorlage vorzulegen. Wer dafür ist, mit dem Zeigen der grünen Karte. Wer ist dagegen? Enthaltung? Eine Enthaltung? 35 Mal Ja. Eine Enthaltung. Nein. Dann ist der Tagesordnungspunkt Römisch 6 084 damit erledigt und wir. Doch, ja, damit ist er erledigt. Das ist richtig. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 16. Bestätigung der Straßenreinigungssatzung, Beschluss über den Änderungsantrag. Frau Stadträtin Antusch, Herr Stadtrat Schirmer und Herr Stadtrat Dr. Richter-Mendo nehmen im Saal Platz. Der Beschlussvorschlag lautet, der Stadtrat wiederholt den Beschluss über den Änderungsantrag, Römisch 6, 024 zur Straßenreinigungssatzung mit folgendem Wortlaut. Die Straßen Arnemer Straße und Arnemer Damm sind in die Liste der in die öffentliche Straßenreinigung einbezogenen Straßen aufzunehmen. Wer für diesen Antrag ist, den mit dem Zeigen der grünen Karte. Entschuldigung, ja, es gibt eine Wortmeldung. Herr Dr. Wollmann, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Antrag habe ich echt ein Problem. Und auch damit, dass ein Antrag sozusagen fehlt. Wir sollen jetzt einen Beschluss fassen, über, wenn ich es richtig verstanden habe, über einen Änderungsantrag, der beinhaltet, dass die Anwohner des Arnimer Damms und, glaube ich, auch der Arnimer Straße weiterhin mit Gebühren daran beteiligt werden, dass die Straße gereinigt wird. Ist das richtig? Ja, das war ja der Änderungsantrag, der im Hauptausschuss von Herrn Richter Mendau vorgetragen wurde und der im Stadtrat auch dann so beschlossen wurde. Dann kam so ein Verfahren in Gang über die Kommunalaufsicht, dass wegen Befangenheit dieser Stadtratsbeschluss nicht rechtens ist. Und jetzt kriegen wir eigentlich den gleichen Änderungsantrag wieder vorgelegt. Aber wir waren uns eigentlich einig, oder ich bin es mir zumindest, dass ich nicht mehr Beschlüsse fassen will, die über die Köpfe der Bürger hinweg, die mit finanziellen Belastungen der Anwohner einhergehen. Und das war ja auch einer der Gründe der Schreiben, die ich bekommen habe. Meiner Ansicht nach, und das hat, glaube ich, Herr Röckse auch in der letzten Stadtratssitzung herausgearbeitet, müssten wir eine komplett neue Satzung vorgelegt bekommen und nicht einfach den Beschluss, der damals unrechtmäßig gefasst wurde, durch das heutige Votum erneuern. Punkt 1. Das zweite ist Üngling. Es gab im letzten Stadtrat einen Antrag des Ortschaftsrates Üngelingen, wo wir auch beschlossen haben, dass die L15 durch die Stadt gereinigt wird. Da gab es einen entsprechenden Antrag des Ortschaftsrates,
diesen Beschluss rückgängig zu machen. Darüber haben wir lange diskutiert und wir haben am Ende diesem Beschluss zugestimmt. Auch da müsste ja die Änderung der Satzung erfolgen. Und zwar sagen ja die Üglinger Anwohner und Bürger, sie werden mit dem Bescheid, wie er in Buchholz durchgesetzt wurde, also einmal in der Woche Reinigung, einverstanden, aber nicht wöchentlich. Warum ist dieser oder diese Beschlussvorlage bezüglich Üglingen überhaupt nicht auf Tagesordnung? Und zweitens, ich denke mal, der Antrag müsste zurückgezogen werden und die Satzung müsste völlig neu beschlossen werden. Vielen Dank. Herr Stadtrat Rüxe. Ich habe in der vergangenen Wahlperiode einige Male mit Herrn Dr. Wollmann übereingestimmt. Nicht immer, Herr Dr. Wollmann, das hatte aber auch seine Gründe, aber einige Male schon. Aber an diesem Punkt stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Die Änderung, die wir mit dieser Satzung bestätigen, fußt auf einem Antrag eines Stadtratsmitgliedes, der dem Mitwirkungsverbot unterliegt. Und wenn jemand dem Mitwirkungsverbot unterliegt, dann darf er auch keinen Antrag stellen, der sozusagen in eine Änderung, eine neue Satzung einfließt. Ich beantrage also hier, diese Satzung zurückzuziehen bis zur Klärung dieser Rechtsfragen, die damit im Zusammenhang stehen, einschließlich der Fragestellung, die mit Üglingen natürlich im Zusammenhang steht, zurückzustellen und es dem neuen Stadtrat zur Beschlussfassung zu übergeben. Bis dahin bleibt die alte Satzung in Kraft. Danke. Herr Stadtrat Küssow. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich jetzt nicht über Mitwirkungsverbot und ähnliche Dinge äußern, sondern ich kann mich noch daran erinnern, was wir in der Fraktionssitzung damals besprochen hatten. Und es geht darum, dass wir bestimmte Straßen in Ständereien, legen wir fest, und dafür müssen die Bürger, die dort Anleger sind, auch dafür bezahlen. Und dann hatten wir da die Ortsteile und da haben wir darüber gesprochen, warum manche Ortsteile so und so behandelt werden. Und Herr Dr. Richter-Mendau, jetzt kommt es. Der hat es eigentlich gut für die Bürger gemeint, dort im Arnemer Damm und Arnemer Straße, denn sie haben ja die Pflicht, die Straße zu reinigen. Wenn sie da schon mal lang gefahren sind, wer da alles lang kachelt mit 60, 70 km/h. Ich sage Ihnen, das war so gedacht, das war gut für den Bürger gemeint, dass nämlich dort maschinell von der Stadt eine Reinigung stattfindet, für die der Bürger, der dort Grundstücke hat, auch selbst sonst verantwortlich wäre. Man muss auch andersrum sehen, wenn das nicht passiert, muss der Bürger die Straße reinigen. Mit 72 Jahren an der Straße dort reinigen, wenn dort Autos vorbeifahren. Und wenn da mal was passiert, da möchte ich auch mal darauf hinweisen, dann sind aber alle auf der Matte und haben gesagt, wie kann denn sowas passieren? Ich sage nochmal, der Antrag von Herrn Dr. Richter-Mendau, Mitwirkungsverbot, ja, nein, ob das war gut gemeint oder das war im Sinne des Bürgers gemeint, zur Entlastung, dass er natürlich am Ende des Tages dort herangezogen wird. Das sind denn andere Dinge, klar, muss er dafür auch bezahlen. Aber im Normalfall muss er auch die Reinigung vollziehen. Und wenn er sie nicht vollzieht, muss er auch wieder bezahlen. Vielen Dank. Herr Dr. Wollmann. Ja, er hat schon gehört. Aber erstmal. Ich sage es nochmal, wir sollten aufhören, über die Köpfe der Bürger hinaus irgendwas zu entscheiden, was diese finanziell belastet, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Und das war gut gemeint, okay. Ich kann mich an die Hauptausschusssitzung erinnern, in der Herr Richter Mendau vorgetragen hat. Da war ich zufälligerweise auch und habe dann gesagt, na, dann können wir das ja für die Haferbreite auch machen. Und da habe ich den Einwurf von Frau Pidun gehört, na ja, dann müssen aber die Anleger zahlen. Und in dem Moment war mir klar, das wird ein Streitpunkt. Und jetzt haben wir den. Jetzt haben wir Anwohner, die sagen, wir sind damit nicht einverstanden, wir sind in der Lage, die Straße alleine zu reinigen. Und wir sind immer noch der Meinung, wir werden über die Köpfe der Bürger hinaus diese Entscheidung treffen. Nein, es kann eigentlich jeder Bürger für sich selber entscheiden, ob er die Straße durch ein Unternehmen reinigen lässt oder ob er es selber macht. So wird der freie und mündige Bürger entscheiden. Aber nicht über die Köpfe hinweg durch einen Änderungsantrag, der gut gemeint ist, aber am Ende nicht gut ist. Herr Dr. Wollmann, letztendlich ist es unsere Aufgabe, darüber zu entscheiden. Und wenn Sie sagen, über die Köpfe hinweg, dann ist es so. Ich kann Ihnen nur sagen, dass unmittelbar nach unserer Stadtratssitzung ich eine Bürgersprechstunde hatte und sowohl Anlieger aus dem Arnhemmer Damm da waren, die sich darüber beschwert haben, dass sie da jetzt reinigen müssen, und unmittelbar die nächste Person, die da war, hat sich darüber beschwert, dass sie in ihrer Straße
selber reinigen muss. Ja? Also nur weil in der Straße jetzt vielleicht 2 oder 3 Leute aufstehen, müssen wir nicht jede Entscheidung umkehren. Und wir können nicht wegen der Straßenreinigungssatzung in jeder Straße eine Bürgerbefragung machen. Herr Röxer. Danke, ja. Gut, ich nehme. Genau, genau. Gibt es zu dem Antrag der Fraktion Die Linke? Herr Dings hat sich hier gemeldet. Herr Hill. Nee, hat ja können. Gut. Also, es liegt ein Antrag der Fraktion Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen vor, diesen Antrag zurückzuziehen. Wer für den Antrag ist, den bitte um Zeigen der grünen Karte. Oder zurückstellen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 zähle ich. 18. Wer ist dagegen? Achso, oder wer, ja. So. Das sind dann 13. Hm. Wer enthält sich? 2. Geht das auf? Nee. Und fehlen noch. Und die drei, achso, und 3 Stadträter hatten im Saal stattgenommen. Damit ist der Antrag der Fraktion Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen angenommen. Ja. Herr Stadtrat Röxel, stellen Sie den Antrag jetzt nochmal oder den gleichen Antrag? Okay. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen stellt auch für die Drucksache Nummer römisch 6020 den Antrag der Zurückweisung. Wer für den Änderungsantrag ist, den bitte ich um Zeigen der grünen Karte. Ja, das sind wieder 18. Wer ist dagegen? Enthaltung? Nein, okay. Also 18. Gut, danke. Kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 18, Satzung der Hansestadt Stendal über die öffentliche Ordnung. Ja. Die Stadträtin Antusch, Dr. Richter Mender und Schirmer nehmen wieder auf dem Platz teil und nehmen wieder Platz. Ja, das ist die Drucksachennummer römisch 6, 979, Satzung der Hansestadt Stendal über die öffentliche Ordnung. Gibt es zu dieser Vorlage Redebedarf? Herr Stadtrat Kirchbach, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe nur ein kurzes Anliegen. Wir haben hier in der Vergangenheit des Öfteren von Problemen gehört, die durch die Ausbreitung invasiver Tierarten entstehen. Insbesondere Frau Seidel hat hier öfter das Problem am Beispiel der Ratten schon mehrfach geschildert. Nun haben wir heute mit Änderung dieser Satzung eine erste Möglichkeit, hierauf Einfluss zu nehmen. Daher stelle ich im Namen der Fraktion folgenden Änderungsantrag betreffend den Paragraph 8, Füttern von Tauben und Wasservögeln. Wir beantragen die neue Paragraphenbezeichnung Füttern von freilebenden Wildtieren und die Ergänzung im folgenden Satz: Es ist verboten, Tauben und Wasservögel sowie Nutria und Bisam auf öffentlichen Straßen oder in öffentlichen Anlagen zu füttern. Paragraph 11 ist entsprechend redaktionell anzupassen. Insbesondere wer im Bereich der Uchte wohnt, wird gerade in den letzten Jahren eine massive Ausbreitung der Nutria-Population feststellen. Die Wasserschutzbehörde macht, wenn sie die Böschung neu macht, ständig die ganzen Bauten zu. Das dauert nicht lange, da ist da wieder alles offen, alles verschüttet. Und ich erlebe selber regelmäßig, dass Bürger die Nutria füttern
Und ich glaube, das ist ein wenig hilfreich und wir haben hier die Möglichkeit, da zumindest satzungsgemäß einmal einzugreifen. Gern stelle ich auch zur Diskussion, ob wir die Formulierung generell auf freilebende Wildtiere ausweiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, dann gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön, Herr Stadtrat Weiß. Mit einer kleinen Wortmeldung möchte ich mich zu dem Tagesordnungspunkt melden und bitte, Herr Oberbürgermeister, um eine Klarstellung. Im Paragraphen 4 ist im Absatz B, im Buchstaben B die Rede, dass man sich in öffentlichen Brunnen nicht waschen soll, klar, nicht baden darf. Und da ist jetzt der Punkt mit unserem Wasserspiel auf dem Markt, das ja nun geradezu einlädt und positive Resonanz hat, weil eben Kinder drin baden können. Und ich möchte eine Klarstellung haben, dass dieses Wasserspiel nicht in dem Sinne als öffentlicher Brunnen zählt, sondern diese Tätigkeit, die ja auch deshalb eine Reinigungsanlage und eine Desinfektionsanlage in dem Wasserspiel vorsieht, dass das weiterhin möglich ist. Vielen Dank. Möchte die Verwaltung darauf antworten? Also, ich soll ja nichts sagen. Ich glaube, da steht ein Schild dran, nicht zu trinken. Also ich möchte mich jetzt nicht einbringen, aber ich glaube, da steht ein Schild dran, dass das Wasser nicht zu trinken ist. Ja, das ist glaube ich extra sogar dran. Nee, Baden verboten steht nicht. Aber ich denke mal, das Problem ist erkannt. Gibt es weiteren Redebedarf? Das sehe ich nicht. Dann liegt uns ein Änderungsantrag vor, den Sie gerade gehört haben, also Änderungsantrag der CDU-Landgemeinden, den Paragraph 8, Füttern von Tauben und Wasservögeln zu ersetzen durch ergänzen mit Füttern von freilebenden Wildtieren. Dann müssen wir auch den Paragraphen 11 noch entsprechend ergänzen. Okay, gut. Und den Paragraph 11 redaktionell ändern. Wer für diesen Änderungsantrag ist, den bitte ich um Zeigen der grünen Karte. Wer ist dagegen? Enthaltung? 1, 2, 3, 4 Enthaltung? 5 Enthaltung. Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen und wir kommen nun zum eigentlichen Antrag. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Stadtrat beschließt die anliegende Satzung der Hansestadt Stendal über die öffentliche Ordnung. Wer dafür ist, der bitte ums Zeigen der grünen Karte. Wer ist dagegen? Enthaltung? 1, 2, 3 Enthaltung. So, und diese Abstimmung dürfen wir noch dreimal wiederholen. Wir haben soeben für den Ortschaftsrat Staats abgestimmt. Nein, also wir fangen noch mal an. Also für den Ortschaftsrat Staats, wer für diese Vorlage ist, den bitte ich um Zeigen der grünen Karte. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das sind jetzt 6, 7 Enthaltungen plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Für den Ortschaftsrat Insel, wer ist dafür? Wer enthält sich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Enthaltungen. Gegenstimmen? Keine. Für den Ortschaftsrat Binfelde? Gegenstimmen? Enthaltung? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Und jetzt für den Stadtrat Stendal. Wer ist dafür? Enthaltung? 1, 2, 3, 4. Wir sind jetzt für den Stadtrat Stendal. 5? Ja. Wer ist dagegen? Keiner. Gut. Wir kommen nun zur Römisch 6, 977, Gefahrenabwehrverordnung der Hansestadt Stendal über die Hausnummerierung. Gibt es dazu Redebedarf? Das sehe ich nicht. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Stadtrat beschließt die anliegende Gefahrenabwehrverordnung der Hansestadt Stendal über die Hausnummerierung. Auch hierfür dürfen wir viermal abstimmen. Ich beginne mit dem Ortschaftsrat Binfelde. Wer ist dafür? Den bitte ich um Zeigen der grünen Karte. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Für den Ortschaftsrat Insel. Wer ist dafür mit Grün? Wer ist dagegen? Dagegen. Wer enthält sich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8 sogar. Für den Ortschaftsrat Staats, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und für den Stadtrat der Hansestadt Stendal, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltung? Keine Enthaltung. Wir haben zwei Stadträte, die nicht. Nein, Herr Stadtrat Meinecke ist auch raus. 34, ja. Nicke und Schirmer. Tagesordnungspunkt 20, Gefahrenabwehrverordnung der Hansestadt Stendal über das Verhalten auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen. Gibt es dazu Redebedarf? Sehe ich nicht. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Stadtrat beschließt die anliegende Gefahrenabwehrverordnung der Hansestadt Stendal über das Verhalten auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen. Wir stimmen zuerst für den Ortschaftsrat Binfelde ab. Wer ist dafür? Wer enthält sich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Wer ist dagegen? 0. Für den Ortschaftsrat Insel, wer ist dagegen? Enthaltung? Gut, 8. Ja, mehrheitlich angenommen. Für den Ortschaftsrat Staats, wer ist dagegen? Brauchen wir nicht, denn die Anzahl ist, eindeutig. Wer ist dagegen? 0. Enthaltung? 1, 2, 3, ja, 8. Enthaltung, also auch mehrheitlich angenommen für den Ortschaftsrat Staats. Eindeutig. So, und jetzt stimmen wir für den Stadtrat Stendal ab. Wer ist dafür? Die Medium zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen? Nein. Enthaltung? Einstimmig. Ja. Kommen wir nun zur Römisch 6007, Bebauungsplan Nummer 14-93, Dreiecksfläche, hier Beschluss über Befreiung. Ja. Habe ich eine über. Das war eben.
Nein, das hat man davor. Nein. Sie haben sich falsch gesagt. Also ich sehe hier keine Vorlage, die wir übersprungen haben. Also, wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei, das ist der Tagesordnungspunkt 21, Bebauungsplan Nummer 14-93, Dreiecksfläche, hier Beschluss über Befreiung. Gibt es dazu Redebedarf? Der Beschlussvorschlag lautet: Der Stadtrat der Hansestadt Stendal stimmt einer Befreiung gemäß § 31 Baugesetzbuch von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nummer 14-93, Dreiecksfläche für den Anbau eines Trainingsraums an der Sporthalle Erich-Weinert-Straße zu. Wer dafür ist, den bitte um Zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen? Enthaltung? Einstimmig. Aber Herr Schurmer ist immer noch im Saal. Tagesordnungspunkt 22, Bebauungsplan Nummer 41-99, Albrecht der Bär, zweite Änderung. Hier Beschluss zur öffentlichen Auslegung. Gibt es dazu Redebedarf? Der Beschlussvorschlag lautet: Der Stadtrat stimmt dem vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Nummer 41-99, Albrecht der Bär, zweite Änderung zu und beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch. Wer dafür ist, den bitte um Zeigen der grünen Karte. Wer ist dagegen? Enthaltung? Einstimmig. Tagesordnungspunkt 23, Beschluss über die Widmungsverfügung Parkplatz Neustraße. Gibt es dazu Redebedarf? Herr Schirmer nimmt wieder Platz. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Stadtrat beschließt die in den Anlagen 1 und 2 befindlichen Widmungsverfügungen für den Parkplatz Neustraße. Wer dafür ist, den bitte um Zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen? Enthaltung? Einstimmig. Ja. 24, Beschluss über Widmungsverfügung Parkplatz Karnep. Gibt es dazu Redebedarf? Der Beschlussvorschlag lautet: Der Stadtrat beschließt die in den Anlagen 1 und 2 befindlichen Widmungsverfügungen für den Parkplatz Karnep. Wer dafür ist, den bitte um Zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen? Enthaltung? 36, ja. Tagesordnungspunkt 25, Beschluss über die Widmungsverfügung Mühlenstraße mit Parkplatz. Gibt es dazu Redebedarf? Der Beschlussvorschlag lautet: Der Stadtrat beschließt die in den Anlagen 1 und 2 befindlichen Widmungsverfügungen für die Mühlenstraße mit Parkplatz. Wer dafür ist, bitte um Zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen? Enthaltung? Einstimmen. Tagesordnungspunkt 26, Beschluss über die Durchführung des Einziehungsverfahrens nach § 8 Straßengesetz LSA für ein Teilstück der Lieselotte-Hermann-Straße. Herr Schirmer nimmt im Saal Platz. Gibt es dazu Redebedarf? Der Beschlussvorschlag lautet: Der Stadtrat beschließt die Durchführung des Einziehungsverfahrens nach § 8 Absatz 4 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt für ein Teilstück der Lieselotte-Hermann-Straße in der Gemarkung Stendal, Flur 86, Flur Stück 8, gemäß dem als Anlage beigefügten Lageplan. Wer dafür ist, bitte um Zeigen der grünen Karte. Gegenstimmen? Enthaltung? 35 Mal ja. So, dann sind wir schon bei Tagesordnungspunkt 27, Anfragen, Anregungen im öffentlichen Teil. Gibt es diese? Ich glaube, Herr Röxer war der Erste. Bitte. Ich hatte Herrn Böbel zuerst gesehen, aber wir entscheiden. Ja.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen, die Reihenfolge der. Falls wir beide im neuen Stadtrat auch sitzen werden, Herr Böhme, lasse ich Ihnen dann den Vortritt. Okay. Ich hab zwei Punkte. Vielleicht wechseln Sie ja die Fraktion. Wäre auch eine Möglichkeit, um Sie besser zu sehen. Ich habe zwei Punkte, die ich gern ansprechen möchte. Der Stadtrat hat Anfang des Jahres 2019 beschlossen, den Oberbürgermeister, und ich meine sogar einstimmig war das ein Beschluss, den Oberbürgermeister zu beauftragen, dem jetzt ausscheidenden Stadtrat eine Auflistung vorzulegen, in dem alle nicht oder nicht vollständig umgesetzten Beschlüsse des Stadtrates aufgelistet werden mit entsprechenden Begründungen dazu. Termin war der 7. Mai. Ich stelle fest, diese Aufstellung ist den Fraktionen bis zum heutigen Tag nicht übergeben worden. Ich nenne das mal bezeichnend für den Umgang mit den Beschlüssen des Stadtrates. Allein schon der Beschluss, eine Auflistung dem Stadtrat zu übergeben, dass der schon nicht befolgt wird, mal ganz abgesehen von den Beschlüssen der vergangenen 5 Jahre, die dann wahrscheinlich auch nicht vollständig umgesetzt werden. Das wollten wir aus dieser Auflistung erfahren. Also ich bitte den Oberbürgermeister dringend, diese Auflistung dem noch amtierenden Stadtrat, er ist ja bis zum 30. Juni noch im Amt, zu übergeben, damit die dann möglicherweise neu gewählten Stadträte im neuen Stadtrat daraus Schlussfolgerungen ziehen können, wie die Verwaltung vielleicht mit Entscheidungen des Stadtrates umgeht. Also ich halte das für sehr bedenklich, dass solche Entscheidungen einfach ignoriert werden. Es mag Gründe dafür geben, warum die Auflistung uns bis zum heutigen Tage nicht vorliegt. Ich kann sie nicht nachvollziehen. Ich habe einen zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte. Mir wurde heute mitgeteilt, dass die Stadtverwaltung eine Anhörung zu einem Widerspruchsverfahren für eine Veranstaltung im Ortsteil Warburg vor einem Monat nunmehr durchführt. Wie gesagt, die Veranstaltung hat vor einem Monat stattgefunden. Nunmehr führt die Verwaltung eine Anhörung innerhalb des Widerspruchsverfahrens durch. Es mag sein, dass nach der geltenden Grünanlagensatzung eventuell die Widersprüche nicht zulässig waren. Aber welcher Sinn macht eine Anhörung 4 Wochen nach Ende dieser Veranstaltung? Ich rate dem neuen Stadtrat dringend, sich die Grünanlagensatzung und andere Satzungen einmal anzusehen und hier insbesondere zu hinterfragen, welche Mitwirkungsrechte den Ortschaftsräten eingeräumt werden bei der Nutzung öffentlicher Grünanlagen, die in ihrem Verantwortungsbereich liegen. Ich halte es für dringend geboten, dass in einer Änderung der Grünanlagensatzung diese Mitwirkungsrechte für Ortschaftsräte dringend festgeschrieben werden. Meine Fraktion, soweit sie gewählt wird in dem neuen Stadtrat, wird sich jedenfalls dafür einsetzen, dass die Grünanlagensatzung und andere Satzungen, die Mitwirkungsrechte der Ortschaftsräte beschreiben, geprüft und verändert werden. Danke. Vielen Dank. Ich habe gesehen, der Oberbürgermeister möchte dazu sich äußern. Ja, Herr Röxel, vielen Dank für Ihren Hinweis. Sehen Sie es mir nach. Ich habe das schlichtweg vergessen, heute in den Informationen zu sagen. Bitte auch herzlich um Entschuldigung dafür. Diese Liste ist fertig. Sie bedarf noch einer gewissen Korrektur. Und das federführende Amt hat mich gebeten gehabt, in den Informationen darauf hinzuweisen. Das habe ich übersehen, vergessen. Es wird auf jeden Fall in dieser Woche noch dieser Beschluss mit der Nummer 70, Auflistung aller Beschlüsse aus der Wahlperiode, die jetzt abläuft, den Stadträten zugehen. Vielen Dank. Es gibt dafür auch eine Ursache. Sie dürfen nicht vergessen, nahezu die gesamte Verwaltung steht jetzt im Wahlmodus. Und eingedenk der schlechten Erfahrungen von vor 5 Jahren haben wir den Personalaufwand an den meisten Stellen wesentlich vergrößert
Und das führt dann auch dazu, dass die eine oder andere Sache nicht ganz so abgearbeitet wird, wie es vielleicht gewünscht ist. Danke. Herr Stadtrat Böhme, Dr. Böhme. Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender, ja, der Herr Oberbürgermeister, ich habe doch eine Bitte an den Oberbürgermeister, dass er dem Oberwahlleiter bitte mitteilt. Es ist ja ab heute möglich, in der Stadt Stendal zu wählen. Es ist auf der Internetseite nicht erkennbar, wo dieses Wahllokal ist und von wann bis wann es geöffnet ist. Es wäre schön, wenn das online gestellt wird. Ich denke, das gehört zu diesen Pflichten, wenn wir so ein Portal haben, dass es dann ab heute dort auch erscheint. Das Zweite, wir sind total froh, dass wir ein Wahllokal haben, das jetzt behindertengerechten Zugang gewährt. Aber ich wohne in einer Altstadt, altes Dorf, und ich gehe jetzt bis zur Fachhochschule. Ich kann da gut hingehen, aber ob das zielführend ist, das wage ich zu bezweifeln. Da hätte man sicher ein zweites Wahllokal woanders einrichten können. Also das so dezentral anzurichten, auch wenn es dann behindertengerecht ist. Ich meine, früher war es in der Dieselweg-Schule, das war nicht behindertengerecht. Das wussten alle Wähler, die dieses Handicap hatten. Die sind in die Stadt, in das Stadtwahlbüro oder woanders hingegangen. Aber diese Lösung halte ich nicht für optimal. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Stadtrat Weiß. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte Ihre Antwort vom 25.06. des vergangenen Jahres an Herrn Michael Henschel, der ja unser sachkundiger Bürger im Kultur-, Schul- und Sportausschuss ist, nochmal aufrufen. Sie haben ihm geantwortet auf seine Anregung hin, öffentliche Plätze in Stendal, zum Beispiel den Wernerplatz oder Mönchskirchhof, neu zu gestalten. Und in Ihrer Antwort schreiben Sie, dass schon Maßnahmen ergriffen worden, die entsprechenden Mittel in den zuständigen Förderprogrammen auch einzuordnen und dass sie demnächst umgesetzt würden. Nun ist fast ein Jahr vergangen, wir haben überhaupt nichts dazu gehört. Und ich würde von Ihnen gerne wissen, oder der Herr Henschel, der heute nicht hier sein kann, ob dieses demnächst umsetzen vielleicht bedeutet, dass im Haushalt des nächsten Jahres sich diese Maßnahmen wiederfinden oder eine dieser Maßnahmen beginnt, so ein Programm umzusetzen, sich wiederfindet. Danke. Danke. Da kann uns der Fachamtsleiter etwas erhellen, wann und mit welchen Umfängen dort Hand angelegt wird. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Wir haben den Wernerplatz von der Maßnahmenplanung her in der Mittelfristplanung aufgenommen. Das heißt, dass bei den weiteren Programmanmeldungen, sofern auch die Programme soweit laufen werden, ich sage mal im Zeitraum 23 bis 25 vorgesehen ist, den Wernerplatz mit einzubeziehen. Eine kurzfristige Umsetzung der Neugestaltung des Wernerplatzes wird nach der bisherigen Mittelfristplanung nicht vorgenommen werden können, ist aber in der Planung, in der Mittelfristplanung enthalten. Priorität hat zunächst die Altstadt und da möchten wir uns zunächst auf den Mönchskirchhof konzentrieren. Der ist auch zeitnah in die Planung mit aufgenommen. Und eine der weiteren Platzgestaltungen, die dann vorgesehen sein werden, das wird dann der Männerplatz sein. Aber der kommt im Nachgang. Danke. Vielen Dank. Es gab weitere Wortmeldungen. Ich glaube, Frau Antisch war zuerst. Jeder hat ja so sein eigenes Hobby. Geht da Ludwig? Sehr geehrte Anwesende, seitdem die Sammelaktionen des städtischen Laubes weggefallen sind, habe ich mich bemüht, eine Lösung für das Sammeln von Laub zu finden. Von der Verwaltung erhielt ich immer eine Abfuhr. Aber wir sind ja auch für unsere älteren Mitbürger verantwortlich, die unsere Unterstützung brauchen. Nicht jeder hat mir ein Fahrzeug und es ist ja auch nicht gerade umweltfreundlich, wenn jeder ein Auto nutzt, um seine Laubberge zu entsorgen. Alleinstehende haben nur eine kleine Biotonne und die erreicht im Herbst auf keinen Fall. Außerdem sind es städtische Bäume und der Bürger zahlt. Die umweltfreundlichste Lösung war ja wohl, das Laub freitags von einer Firma abholen zu lassen,
Da wurden dann die Behältnisse gleich wieder hingestellt und konnten weiter genutzt werden. Und das Allerbeste wäre natürlich eine Aktion, die von der vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz angeboten wird. Da kann man Fördermittel beantragen für diesen Punkt. Ich habe den Prospekt auch mitgebracht. Da könnten Haushalte das nutzen, wenn die Stadt bereit ist, Fördermittel bis zu 50% zu beantragen. Vielen Dank. Herr Stadtrat Ludwig. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Einwohner. Zum Umlegungsbeschluss südliche Haferbreite habe ich drei Fragen. Und zwar am 10.10.2018 hat eine Stendaler Bürgerin einen Widerspruch eingereicht. Das ist jetzt 7 Monate her. Deshalb folgende Fragen. Wann und welche Stellungnahme wurde von der Stadt Stendal abgegeben? Zweitens, was ergab das Wassergutachten, das im Herbst beschlossen wurde und wer erstellt es? Und die dritte Frage, warum werden die Umlegungsverfahren nicht so lange gestoppt, bis alle Entscheidungen, gegebenenfalls gerichtliche, zu Widersprüchen vorliegen und dass auch das Wassergutachten vorliegt? Danke. Vielen Dank. Ich denke mal, es gibt eine schriftliche Antwort, ja? Ja, schriftlich. So, jetzt Herr Stadtrat Hofer. Dann Herr Stadtrat Dahlke. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, erstmal eine ganz kurze Frage. Müssen eigentlich alle Wahlräume zur Europa- und Kommunalwahl in der Hansestadt Stendal und den Ortsteilen barrierefrei sein? Gut. Alles da, dann patze ich das schon. Danke. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, noch mal ganz kurz zum Wohngebiet Üngliger Berg. Also, dass nach einem Jahr Planung für ein Wohngebiet auf dem sprichwörtlichen Acker nicht mehr ein ungefährer Termin genannt werden kann, erstes Quartal 2020 oder drittes Quartal 2021, erschließt sich mir überhaupt nicht. Wir haben vor einem Jahr beschlossen, wir wollen dieses Wohngebiet entwickeln und ich denke mal, der Bürger, der wahrscheinlich jetzt überlegt, ob er zur Schoko nach Tangermünde zieht, dem müssen wir doch mal eine Perspektive geben, wann Stendal in der Frage weiterkommt. Und das muss gehen nach einem Jahr, an dem Sie an diesem Wohngebiet planen. Danke. Ja, vielen Dank. Erst Herr Stadtrat Kleve. Sehr geehrte Anwesende, die Nachricht der letzten Woche war für mich, dass der Sachsen-Anhalt-Tag, das Landesfest nach Stendal kommt. Der Bürger Steffen Roska hat vorhin dazu eine Frage gestellt. Da möchte ich ihn eigentlich einfach nur beruhigen. Wir haben seinerzeit 2016 das Fest nicht in Angriff genommen, weil wir ja auch mal wieder nach 25 Jahren groß feiern wollen, sondern wir hatten das im Auge gehabt, ich habe selbst den Antrag gestellt, deswegen weiß ich das noch sehr genau in Mehrenrat, dass wir die 1000-Jahr-Feier der Stadt Stendal, das kommt mir nämlich in letzter Zeit in der Presse diesbezüglich wesentlich zu kurz, dass wir die 1000-Jahr-Feier der ersten Nennung des Örtchens Steinedal als Lehen bzw. als Besitztum des Hildesheimer St. Michaelis-Stiftes begehen werden. Das hat auch sehr, sehr positive Aspekte für die Stadt Stendal. Da bin ich mir eigentlich vollkommen sicher. Denn zum einen werden wir dort an diesen Sachsen-Anhalt-Tagen sehr, sehr viel Wirtschaftskraft nach Stendal holen. Unsere Hotels, Gaststättengewerbe, unsere
unsere Kaufleute und Ähnliches wären dort sehr, sehr viele, um gute Umsätze machen. Das ist ein Sinneffekt, den ich unbedingt im Mittelpunkt stelle, um ihn zu beruhigen. Vor allen Dingen aber werden wir auch touristisch wesentlich breiter aufgestellt sein. Und im Ergebnis wird unsere schöne Stadt Stendal, wenn wir noch die Radwanderwege ringsherum, um nochmal zu meinem Lieblingsthema zu kommen, richtig gestalten. Und wenn dann die Autobahn dann nachher irgendwann mal auch Stendal erreicht, dann werden wir, denke ich mal, ein wunderbares Ergebnis haben. Und ich sehe überhaupt kein Problem, dass wir das finanziell irgendwo nicht stemmen könnten. Denn ich glaube, dass sämtliche Vereine in Stendal bereitstehen. Wir wären bei Fuß und würden die Stadt unterstützen. Und in dem Zusammenhang, das ist mein Ausgangspunkt eigentlich, wir haben im Jahr 1997 dort eine Riesentruppe gehabt, die Erfahrungen gesammelt hat. Diese Leute sind nicht unbedingt jünger geworden, sondern 25 Jahre erfahrener, sind teilweise im Ruhestand. Aber sie stehen hier wer bei Fuß, das weiß ich. Auch mein Fraktionskollege Ludwig Reinig, der auch seinerzeit mitgewirkt hat, sehr federführend mit. Und andere, die mich angesprochen haben. Also ich mache mir da keine Sorgen, Herr Roske. Danke. Vielen Dank. Herr Stadtrat Dr. Wollmann. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe zwei Anfragen und eine kurze Information. Die eine Anfrage bezieht sich auf die Fördermittel für den Ausbau des Winkelmann-Museums. Der ist ja abhängig davon, ob wir die Fördermittel vom Land bekommen. Gibt es da schon neuere Informationen darüber, ob die Fördermittelbescheide bewilligt worden sind? Also bisher keine Informationen, okay. Aber Sie können gerne das auch noch mal schriftlich beantworten, wenn Sie dafür ein bisschen Zeit brauchen. Können Sie was? Nö. Ich weiß nicht. Herr Westrum, können Sie dazu eine Antwort geben? Dann bitte treten Sie bitte ans. Es hat eine Verzögerung gegeben am Landesbaubetrieb. Der Landesbaubetrieb muss ja die fachtechnische Prüfung vornehmen. Dadurch, dass der Landesbaubetrieb gezwungen war, seine Räumlichkeiten leer zu ziehen aufgrund der Einsturzgefahr des Gebäudes, konnte die Prüfung nicht termingerecht einsetzen und zwischenzeitlich, so wurde mir zugesagt, ist die Prüfung eingeleitet worden und die soll bis zum 15. diesen Monats abgeschlossen sein und im Anschluss daran wird die Investitionsbank den Prüfbericht bekommen. Wir werden dann nochmal zur Stellungnahme die Unterlagen erhalten und im Anschluss daran wird mit einem Bescheid zu rechnen sein. Also wann genau jetzt mit einer Entscheidung, wie damit rechnen können, kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber in den nächsten Wochen wird es wohl passieren. Ja, vielen Dank. Das betrifft ja dann diese Havarie dort, betrifft ja auch dann wohl die Sanierung, die energetische Sanierung des Theaters. Das ist ja dann auch ein Problem, was auf uns zukommt. Können Sie da auch noch mal was zu sagen? Das ist auch davon betroffen worden, aber auch dazu läuft die Prüfung gegenwärtig. Also auch dazu ist mir ein Termin genannt worden. Okay, danke. Dann noch eine kurze Anfrage eines Bürgers aus Uengling. Ich glaube, ich hatte das schon mal den Oberbürgermeister vorgelegt. Es besteht wohl eine erhebliche Lärmbelästigung für den Ortseingang Uengling von Stendal ausgekommen. Von Stendal aus kommend durch Abbremsen und Beschleunigung von Fahrzeugen. Er bittet darum zu prüfen, ob man das Ortseingangsschild für Uengling in Richtung Kernstadt Stendal um ca. 100 Meter verlegen kann. Ich gebe Ihnen das schriftlich, das müssen Sie jetzt nicht beantworten. Und dann nur noch eine Info, dass Herr Ludwig und ich noch mal bei Herrn Weiser als Stadtratsvorsitzenden ein paar Fragen gestellt haben in Bezug auf den Grundstücksverkauf Langobardenstraße. Ich will da jetzt nicht immer einzeln darauf eingehen, aber Herr Weiser hat, glaube ich, dieses Schreiben schon bekommen. Wenn nicht, müsste es ihm vom Stadtratsbüro übermittelt werden. Also ich kenne nur das Schreiben zwecks der Befangenheit. Nee, also dann haben Sie das noch nicht bekommen. Dann habe ich es noch nicht bekommen. Ja, aber es müsste im Postfach liegen. Gut. Gut. Danke. Herr Stadtrat Hauke zuerst. Wie bitte? Ja, wäre eine Idee. Ja, meine Damen und Herren, eine Anfrage an den Oberbürgermeister. Wir haben ja heute zwei neue Besatzungen beschlossen. Zum einen für die öffentliche Ordnung und dann das Verhalten auf öffentlichen Straßen und so weiter. Die Satzungen sind ja in dem Sinne nur überarbeitet worden. Aber wie können wir denn überhaupt diese Satzung umsetzen? Und da bitte ich mal darum, ob eine Übersicht
die Verwaltung arbeiten kann, wie viel, nicht Bestrafung, sondern Dienstvergehen stattgefunden haben bisher. Ich möchte jetzt nicht die Knöllchen hören, sondern oder mal lesen, sondern was hat bisher hat das Ordnungsamt geschafft, um solche Verstöße zu reglementieren? Gibt es darüber eine Übersicht? Danke. Vielen Dank. Ich gestatte mir an dieser Stelle vielleicht eine etwas locker formulierte Antwort. Je mehr Anfragen wir beantworten, Analysen machen, umso weniger werden wir diese Satzungen durchsetzen können. Na, erstmal Frau Stadträtin Jakobs. Ich mache es mal gleich von hier aus, weil das ist schon so in Anspruch genommen da vorne. Und zwar als Stadträtin habe ich mal eine Nachfrage von Schülern aus dem Hildebrand-Gymnasium an den Oberbürgermeister. Ich weiß, das Hildebrand-Gymnasium obliegt nicht der Stadt, aber dem Landkreis. Die Schüler fragen an, dass schon vor geraumer Zeit oder Jahren, keine Ahnung, was weiß ich, Fördermittel beantragt wurden, um das Hildebrand-Gymnasium, was ja ein wirklich ganz toller Bau ist für die Stadt Stendal, wieder in wahrer Schönheit erstrahlen zu lassen. Mittlerweile sind die Schüler schon Abiturienten, also gehen raus. Aber nichtsdestotrotz wäre es doch mal schön zu wissen, fließen da noch irgendwelche Fördermittel? Kann denn die Stadt da irgendwie eingreifen, dass es ein bisschen schneller geht? Wenn man da vorbeigeht, man kriegt eigentlich nur das Haus des Grauens. Es sieht nicht mehr schön aus. Ja. Deswegen gibt es das Mikrofon hier vorne. Meine Damen und Herren, ich habe vor geraumer Zeit als Anlass der Ausstellung über einen unserer größten Söhne, die wir hier in Stendal hervorgebracht haben, nämlich Dietrich von Portitz, wo eine Ausstellung gestaltet von Herrn Chemnitz hier in unserem Altmärkischen Museum war, die auch dann in Magdeburg im Dom ausgestellt war, schon mal angeregt, ähnlich wie das jetzt in Werben mit Albrecht den Bären basiert, beziehungsweise in Arneburg sich Gedanken gemacht wird, ein Denkmal von Heinrich den Ersten aufzustellen, um den Tourismus in unserer Region zu beleben. Ja, wir haben ja Dietrich von Portitz genannt Kagelwitt. Ja, da haben wir ja ein Zimmer, das ist das Zimmer unseres Oberbürgermeisters, das natürlich bei Stadtführungen, logischerweise, weil es ein Dienstzimmer ist, nicht irgendwo betreten werden kann. Dann könnte man ja zumindest diese Figur, die ja wahrscheinlich aber gar nicht Dietrich von Portitz ist, sondern Joachim der Erste, zeigen. Und so haben wir gar nichts, wir können das nur erzählen. Ja, und mir kam jetzt gerade der Gedanke auf, weil gesprochen wurde ist von der Neugestaltung des Mönchkirchhofs. Ja, Portitz wurde um 1300 als Tuchmachersohn hier in Stendal geboren. Ja, und der Mönchkirchhof liegt nie weit weg von der Weberstraße. Und da wäre es ja eine Möglichkeit, auch dort, wie gesagt, ein Denkmal von Dietrich von Portitz aufzustellen. Ja, man könnte das ähnlich machen, wie das Werben mit Albrecht den Bären gemacht hat, ja, die eine Nachbildung des in Spandau noch stehenden, ja, Albrecht den Bär, dieses Denkmal, was auch mal in Werben schon gestanden hat. Dort steht unter anderem, ich war vor wenigen Wochen da, auch ein Denkmal von Dietrich von Portitz. Man könnte in ähnlicher Art und Weise
Das ist sogar noch nicht mal so groß wie der Albrecht, der Bär mit Sockel und so weiter. Das ist nur ungefähr 1,20 Meter. Also man könnte dort sicherlich irgendetwas in dieser Richtung tun. Es wäre eine Bereicherung, muss ich sagen. Man hätte dann wieder einen touristischen Punkt, wo man mit den Leuten hingehen könnte, wenn man Stadtführung macht. Und ich denke mal, das würde noch Stendaler viel interessanter machen. Vielen Dank. Ich bitte weiter um Aufmerksamkeit. Frau Stadträtin Siebert. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, meine Frage zielt darauf ab, wenn man von im Schadewachten unterwegs ist Richtung Tangermünder Tor. Da steht eine Ampel, da wo früher mal der Blaudrucker war, und meistens in der Grünphase kommt der fließende Verkehr aus dem Südwall vorbei, wenn man Richtung B188 möchte. Und man kommt einfach in der Grünphase nicht raus und viele Leute versuchen dann über die Hospitalstraße umzulenken beziehungsweise in die Rotphase gezielt reinzufahren. Frage, ist diese Ampel notwendig? Könnte man sich nicht ohne Ampel einfädeln? Was sagt die Straßenregelung oder Verkehrsführung dazu? Und zweite Frage, Stendal ist eine schöne Stadt. Wir haben wunderbare Straßen saniert. Stendal sieht gut aus. Eine der Straßen, die mir persönlich sehr gut gefällt, ist die Hakestraße. Nur leider verflüchtigen sich in den Grünanlagen, also in diesen kleinen Mulden, die Füllbestandteile, sodass der Vlies schon sehr stark freigelegt wird. Und viele missbrauchen diese kleinen Füllungen auch als Hundetoilette. Mir tut das ein bisschen leid und die Frage zielt darauf ab, was kann die Stadt an ordnungsrechtlichen Maßnahmen ergreifen, um halt die Sauberkeit und das Gefüge dieser Straße zu erhalten. Danke. Vielen Dank. Herr Stadtrat Güssow. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte gar keine Anfrage am heutigen Tag, aber weil wir heute so viel über Satzung gesprochen haben und uns an Satzung aufgehangen haben, möchte ich diese Bemerkung in dieser Runde auch nochmal machen. Wir haben Stadträte, die beschließen Satzung und halten sich selbst nicht dran. Ich sage das jetzt bewusst, weil wir im letzten Hauptausschuss einen freundlichen Hinweis gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir haben im Stendal eine Satzung und die regelt auch das Plakatieren in der Innenstadt. Weil wir das schon mal hatten, vor der letzten Bundestagswahl, das wäre hier völlig wild, und meinten, mit Plakaten hier eine Wahl gewinnen zu können, unsere Innenstadt zugepflastert haben. Und wir haben im Hauptausschuss darüber gesprochen, mit dem Hinweis, es sind ja neue Gruppierungen unterwegs, die auch antreten zu Wahlen, dass man auch darauf freundschaftlich hinweist, bei allem Einsatz, dass man sich an Regeln hält und Satzungen umsetzt. Das haben wir im Hauptausschuss besprochen. Wenn man aber durch die Stendaler Innenstadt fährt, liebe FDP, lieber Herr Dr. Faber und lieber Herr Dr. Wollmann, ihr haltet euch da wieder nicht dran. Wir haben eine Satzung, wir sprechen darüber, wir sprechen es im Hauptausschuss an und ihr pflastert unsere Innenstadt zu. Das heißt, der Stadtrat muss wahrscheinlich in seiner neuen Legislatur oder Periode strenge Regeln schaffen, denn Sie müssen mich auch mal verstehen als der Verantwortliche dafür. Man kriegt dann Anrufe und sagt dann, warum plakatiert die CDU nicht in der Innenstadt? Das ist ja dann die Folgewirkung, warum man das nicht macht, die anderen machen das, wir machen das wieder nicht. Und da hat man dann ein Riesentheater. Wir haben uns darauf geeinigt, wir haben es besprochen und wir haben eine Satzung und ihr haltet euch nicht dran. Danke. Herr Dr. Faber hatte sich dazu geäußert oder hat sich dazu gemeldet. Will sich äußern. Lieber Herr Güssow, wenn ich eine Stadt zupflaste, sieht das anders aus. Wir haben in der nördlichen breiten Straße, glaube ich, auch ein paar Plakate aufgehangen. Wir haben die Fußgängerzone, wie es die Satzung vorsieht, nicht plakatiert. Und wenn die Stadt der Meinung ist, dass wir uns an die Satzung nicht halten, dann kann die Stadt uns darüber gerne in Kenntnis setzen. Vielen Dank. Danke. Frau Stadträtin Zimmermann. Sehr geehrter Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, werte Stadträte, wir haben heute mehrfach die Frage des Neubaus des Kiosks im Tierpark angesprochen, hier von verschiedenen Leuten. Ich habe nach der letzten Stadtratssitzung im Finanzausschuss eine Frage gestellt,
die mir leider noch nicht beantwortet wurde. Und da ich ja dann nicht mehr da bin, ist es ein bisschen schwierig, dann darauf zu reagieren. Jedenfalls nicht in diesem Ort. Und zwar hat mich nach dem letzten Stadtrat etwas irritiert, die Antwort von Herrn Oberbürgermeister gegenüber Herrn Roske über die Festlegung der Reihenfolge, wann Bauvorhaben gemacht werden. Wir haben mindestens seit 2016 Diskussion über diesen Kiosk. Wir haben 2018 im Haushalt eingestellt gehabt mit einer Sperrklausel, dass das realisiert werden soll. Dann kam plötzlich die Gefahr von Hochwasser dazu. Dann wurde alles verschoben. Wir haben im jetzigen Haushalt 2019 wieder das Geld eingestellt. Und nun muss langsam etwas passieren, denn das ist unser guter Park für die Bürger von der Stadt Stendal. Und die Versorgung, die ist halt einfach nicht regelmäßig gesichert und auch nicht in der entsprechenden Qualität, denke ich, wie es eigentlich sein sollte. Und deshalb meine Frage an den Herrn Oberbürgermeister, wieso nun plötzlich wieder gesagt wird, naja, erst muss mal die Grundschule fertig sein und dann muss der Bauer fertig sein und dann kommen wir vielleicht zu dem Tierpark kommen. Also das kann meines Erachtens nicht die Antwort sein, wie mit unseren Beschlüssen hier umgegangen wird. Herr Röckse hat da schon etwas gesagt zu Beschlüssen, die wir gefasst haben. Ich will in diesem Zusammenhang zwei Zitate von Herrn von Staden sagen, die er uns einmal gesagt hat, wie die uns gekommen sind. Ich weiß, er ist doch ziemlich umstritten, aber es waren zwei Zitate, die für mich irgendwo eine Schlussfolgerung waren. Das eine war, nach einer Stadtratssitzung hat er dann bei der Verwaltung nachgefragt, wie hat denn das Stimmvieh abgestimmt? Das war für mich unter anderem nochmal ein Hinweis, genau zu gucken, um was es geht, und tatsächlich nicht als Stimmvieh, sondern als mündige Bürgerin hier meine Entscheidungen zu treffen. Ich denke, das wird bei den meisten von Ihnen auch sein. Und das zweite Zitat von Herrn von Staden war, als wir uns beide voneinander verabschiedet haben, hat er zu mir gesagt, Frau Zimmermann, Sie sind eine, die braucht die Verwaltung. Sie lassen nicht locker, Sie hängen immer dran und fragen immer wieder nach. Und ich denke, das ist etwas, was uns als Stadträte umtreiben soll, unter anderem auch unser Antrag bezüglich der Beschlüsse, die wir gefasst haben und die eben noch nicht umgesetzt wurden, beziehungsweise die Begründung dafür, warum sie nicht umgesetzt wurden. Und ich würde ganz einfach gerne noch ein paar Bemerkungen machen. Der Tagesordnungspunkt heißt ja nicht nur Anfragen, sondern er heißt auch Hinweise, der übrigens mal vor vielen Jahren auf meine Initiative reingebracht wurde. Herr Opitz schrieb damals, Frau Zimmermann redet schon so viel, aber sie möchte noch ein bisschen mehr reden. Und so ist es tatsächlich auch. Es sind ja 25 Jahre, wo ich hier tätig war. Ich muss sagen, dass ich da sehr viele Menschen kennengelernt habe, dass ich gelernt habe, viele Dinge von mehreren Seiten zu sehen, dass ich auch gut, kollegial und sachlich, aber zum Teil auch freundschaftlich mit Menschen hier zusammengearbeitet habe. Und das würde ich einfach sagen, das sollten wir auch beibehalten in dem künftigen. Ich habe noch drei Punkte, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Das eine ist, dass tatsächlich der Beschluss, den wir gefasst haben durch den Haushalt, dass die Außenbecken für die Kleinen im Altor fertiggestellt werden. Denn für die Kinder, die Nichtschwimmer, haben wir draußen nichts, nur drin. Das ist eines einer Punkte, an denen ich lange schon diskutiert habe. Das nächste ist die Frage, dass wir dranbleiben und nicht wieder unterwegs verloren gehen bei der Durchsetzung Kinder- und jugendfreundliche Stadt. Das ist einmal schon verloren gegangen, weil zu wenig nachgehakt wurde. Und, denn ich denke, wenn wir ein gutes Klima für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt haben, dann haben wir auch einen gut ausgebildeten Nachwuchs für die Betriebe. Das hängt alles miteinander zusammen und deswegen ist es eigentlich eines unserer wichtigsten Ziele, die wir hier durchsetzen sollten. Und ich
wünsche auch eine verbesserte Zusammenarbeit mit Interessenvertretern der älteren Bürger und auch der Bürger, mit Behindertenverbänden. Ansonsten wünsche ich Ihnen dann für den künftigen Stadtrat alles Gute. Ich weiß ja nicht, ich habe gehört, manche sind schon gewählt, die sprechen schon davon, dass sie im Stadtrat sind, aber es kann natürlich sein, dass es dann doch noch ein paar andere sind, aber ansonsten für unsere Stadt, für die Entwicklung, für alle Bürger in der Stadt wünsche ich alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Zimmermann. Oh. Herr Stadtrat Linke. Ach so, okay. Komm mal schon mal. Der OB möchte sich... Ja, sehr geehrte Frau Zimmermann, ich sage es auch salopp, Sie werden mir fehlen. Aber zum Thema Tiergartenkiosk bleibe ich bei dem, was ich schon mal gesagt habe und darf herzlich an Sie als Entscheider bitten, das Thema Stellen auch nochmal ins Auge zu fassen, weil das hat auch damit zu tun. Wir kriegen das mit dem momentanen Personalbestand einfach nicht erledigt. Also das hängt alles miteinander zusammen. Sicherlich wird das der jetzige Stadtrat nicht tun, aber der nächste kriegt das unmittelbar dann auf den Tisch und muss dann auch entscheiden. Vielen Dank. Herr Stadtrat Linke, bitte. Ja, eigentlich wollte ich nichts sagen, aber weil es denn doch aktuell war und möchte den OB auch nicht die Antwort vorwegnehmen, aber als Schulelternratsvorsitzender des Hildebrand-Gymnasiums, der gerade von der Gesamtkonferenz kommt, kann ich Ihnen sagen, dass der Landkreis, also der Schulträger, die Fördermittel beantragt hat und zur nächsten Gesamtkonferenz dort vorstellig wird mit seiner Amtsleiterin Frau Krüger. Es gibt zwei Varianten. Der Fördermittelbescheid kommt durch. Dann wird das Hildebrand-Gymnasium im großen Stück saniert. Kommt er nicht durch, wird das Hildebrand-Gymnasium stückchenweise saniert. Aber der Schulträger hat gesagt, es wird saniert. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, dann schließe ich den öffentlichen Teil der heutigen Sitzung und bitte, die Nichtöffentlichkeit herzustellen.